Videostammtisch 49 und diesmal spielen wir ja, Ports of Call. Endlich mal wieder ein anderes Genre und wir sind sehr gespannt, ja, wer hier heute als Kapitän durch die Weltmeere schippert. Und ich gucke mich mal so um mich bei uns im Zoom-Panel und sehe einmal den Hendrik. Du fährst heute mit. Ich fahre heute definitiv mit. Ich habe es damals zu meinen Zeiten in den 80ern, 90ern mir von meinem Kumpel ausgeliehen. Er hat dafür Millennium dann von mir gekriegt, weil ich eher so die Science-Fiction-Sparte von solchen Spielen gespielt habe. Aber ich fand es trotzdem damals schon wirklich klasse. Also eine Simulation, die definitiv in Erinnerung geblieben ist. Ja, auf hoher See mit dabei ist der Michael. Servus zusammen. Welche Version willst du heute spielen, Michael? Ich spiele die gleiche Version, die ich damals schon in der Gala gespielt hatte. Also die Klassik-Version für Windows. Ich habe ja damals gesagt, dass mir die Wirtschaftssimulation an sich nicht viel gebracht hat, dass aber die Hafensimulation toll war. Mal schauen, ob sich heute vielleicht was ändert an der Meinung. Ja, dann haben wir den Manfred wieder mit dabei. Ja, wie schipperst du denn heute? Also ich zocke die Amiga-Version und wie gesagt, ich muss ins Programm komplett neu einarbeiten. Wie gesagt, ich habe es damals nicht mehr als 10 Minuten gezockt und ja, mal schauen, ob es mir Spaß macht. Ich lasse mich überraschen. Ja, dann auch mit dabei auf See der Dark Metatron, unser Sebastian. Hallo. Hallo. Ja, und was Ingo geladen hat, das möchte ich gar nicht wissen. Ich weiß nicht. Ingo, hast du Ingwer mit dabei oder Erdnüsse? Was transportierst du heute? Ah, ich habe das noch vergessen. Ich muss es noch gleich holen. Ich wusste, da fehlt irgendwas. Also ich spiele heute das Ports of Call auf dem Amiga, weil so habe ich damals das auch gespielt. Und ich bin mal gespannt. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel. Das habe ich damals auch sehr gemocht. Und ich ärgere mich jetzt noch ein bisschen. Ich erinnere mich nicht mehr hier, was der Rolf-Dieter Klein gesagt hatte, von welchem Hafen man starten sollte. Weil ich hatte nur in Erinnerung, man sollte sich einen ganz kleinen, unbedeuteten Hafen nehmen, weil da die Gebühren billiger sind. Aber ja, welchen wusste ich nicht mehr. Da können wir einen Tipp geben. Es gab da immer so ein Panel, wo der Premiere mit dabei war und eigentlich ja, ich weiß, Spiel aber ich erklärt vergessen. Ja, ja, aber es ist bei YouTube, also man könnte nachgucken. Ja, ich weiß nicht, irgendwie noch in falschen Gefilden unterwegs, aber hoffentlich gleich auch hoher See. Der Valentin, Zodiac 1986, falsche Gegend. Ja, hallo Leute, ich habe mich irgendwie verirrt. Ich muss wohl aus Versehen auf einem See gelandet sein. Nein, ich wollte heute mal ein bisschen Natur im Hintergrund zeigen, ja. Selbstverständlich total natürlich, wo ich hier gerade bin. Ja, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ich spiele heute zum ersten Mal Ports of Call. Ich freue mich sehr drauf, weil ich mal, ja, jetzt einfach auf was anderes Lust habe. Wir haben ja schon viele tolle Spiele gespielt. Jetzt mal eine Simulation. Ich spiele es auf dem Amiga, auf dem Mr. FPGA. Und ja, lasse mich überraschen, was heute auf mich zukommt. Ja, wo wir uns auch immer überraschen lassen müssen, was auf uns zukommt, ist unser Amiga-Master, unser Marcel. Und noch sehen wir ihn nicht im Bild, aber wenn ich so in meinem Zoom-Panel hier rumschaue, kann es sein, dass er im Prinzip schon in the house ist oder hinterm Schreibtisch oder was auch immer. Marcel? Was? Wie? Sind wir schon dran? Oh, Moment, ich habe hier gerade noch, Moment, Augenblick, erstmal den Stuhl hochmachen. Ich komme, Moment, tut, tut. Moin, moin, ihr Landratten. So, ich spiele heute auf dem Amiga, im Emulator natürlich, WinUAE, das Original Ports of Call. Mein Counter heißt stilecht eingeparkt. Wir werden gleich und später dann mit Sicherheit erfahren, warum. Also nur zur Info, moin moin sagt man hier bei uns in Hamburg mindestens und nicht bei euch da. Also naja, aber du hast dich wenigstens stilecht gekleidet, dafür muss man dich wieder loben. Und ein höhenverstellbarer Bürosessel ist wichtig, also ganz, ganz toll. Ja, bevor wir anfangen, nochmal die Info an alle, die jetzt zuschauen. Mitspielen kann hier im Prinzip jeder, wer Lust hat. Infos findet ihr auf retrocompot.de. In den nächsten Wochen kommen dann noch einige spannende Titel, die wir vorhaben. Aber heute, wie gesagt, geht's auf hohe See. Wer von euch ist so fit und kann eine kleine Einführung in das Spiel geben? Das könnte ein lustiger Tag werden. Nicht alle gleichzeitig wieder. Mag irgendjemand was zu diesem wunderschönen Spiel sagen? Ja, ich mag sagen, die Eingangsmelodie geht mir jetzt schon auf den Sack. Und explicit. Weil es keine gibt irgendwie bei mir. Ich höre die ganze Zeit nur Drums. Den 5-Sekunden-Jingle, den gesampelten. Hör mal, das war früher Hightech. So toll. Ja, okay. Also damit sind wir mit dem Thema Musik durch. War es das für heute?
Da es nicht um Musik geht, nein. Aber grundsätzlich, ihr habt es schon gesehen, jeder, der redet, ist im Bild. Wer also etwas Spannendes sieht, erzählen möchte, sagen möchte, zeigen möchte, bitte etwas sagen, denn sonst seid ihr im Stream nicht zu sehen. Und ja, ich denke mal, wir schauen mal, wo uns die Fahrt hinfährt. Ich werde heute leider nicht wie geplant mitspielen. Das hat Gründe. Ich muss erstmal gleich mich wieder selber auf eine kleine Reise machen und ins nächste Studio sozusagen. Nein, ich fahre erstmal nach Hause. Und gucke dann mal, wie weit ihr seid, ob ich noch mit einsteige. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich mochte das Spiel früher gerne. Und wie gesagt, wir hatten ja mehrere Male im Audio- und auch im Videobereich einen der Entwickler, den Rolf-Dieter Klein, zu Gast. Und ich denke mal, das ist ein Titel, da lohnt sich auch die ganze Historie, wie der entstanden ist und so weiter. Gibt es aber alles in den Archiven, könnt ihr danach schauen. Jetzt schauen wir mal, wohin uns die Fahrt führt und ja, wer am Ende erfolgreich ein- und ausparkt, weil das war früher zumindest bei mir ein Riesenproblem, das weiß ich noch. Ja, Rolf-Dieter Klein hast du schon erwähnt, den wir hier auch im allerersten Bild, was wir präsentiert bekommen, wenn wir das Spiel geladen haben, sehen. Ports of Call, der Hauptentwickler Rolf-Dieter Klein, so sah er früher aus. Heute sieht er im Grunde fast genauso noch aus, nur die Haare sind ein bisschen grauer geworden. Und Martin Ulrich, der hat da auch mitgewirkt. Und wie wir gleich dann, ich mache hier mal in der Emulation weiter, auch sehen werden, sein unverkennbarer Stil. Weil unser guter Herr Sachs hat hier zum Beispiel diese wunderschönen Grafiken wieder gemacht, was aussieht wie eine Animation, ist gar keine Animation, das ist sein berühmtes Color Cycling, also wo einfach nur die Palettenfarben geändert werden. Das ist ein einziges Standbild im Hintergrund. Und wenn man das so intelligent setzen kann, wie er es konnte, dann sieht das so aus, als würde das Wasser hier animiert sein. Waren eigentlich die Fotos von den beiden Programmierern, waren die gepixelt oder gescannt? Weil ich bin mir nicht sicher, ob es damals gescannt war. Vielleicht auch abgepixelt. Das ja, weiß ich aber nicht. Sagen. Vielleicht beides, ne? Vielleicht können wir ihn ja irgendwann bei Gelegenheit nochmal fragen. Ja, das wäre interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass damals Farbscanner überhaupt üblich waren. Also 87, das ist echt schon Frühzeit und nee, glaube ich nicht. Nee, wenn, dann so oder so nicht in Farbe. Wenn, dann ist das vielleicht eingescannt worden, so als Vorlage und dann nachgepixelt worden. Ja, das kann sein, aber ich glaube es nicht. Vor allem, es zeigt auch schon so, dass allein jetzt mal die Fotos zu zeigen, das ist ja wirklich damals absolut High-Tech gewesen. Was war überhaupt nicht üblich, dass man halt richtige Menschen mal im Spiel sehen konnte. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Und ich glaube, das war schon so eine kleine technische Raffinesse, die sie damals gezeigt haben. Aber müssen wir mal fragen. So, ich höre jetzt auch die Drums hier aus dem Intro. Ich muss mich korrigieren, das ist ein 3-Sekunden-Jingle. Dann fängt er wieder von vorne an. Ja, Ports of Call, was ist das? Das ist eine Schifffahrt-Wirtschaftssimulation. Das Erste, was das Spiel jetzt erstmal wissen will, ist, wie lange wir spielen sollen. Ich mache mal hier bis Ende, bis zum bitteren Ende. Stell mal auf Anfänger, ich habe es ewig nicht gespielt. Oh, man wünscht mir noch viel Glück. Man kann es mit bis zu 4 Spielern spielen, sehen wir jetzt hier. Ich spiele jetzt aber heute mal alleine. Das Formular ausfüllen, na immerhin, gibt nur 2 Einträge. Passt natürlich nicht. Dann nehmen wir hier unser Kürzel. Name und Firma. Mögen glückliche Winde ihr Schicksal bestimmen. Oh ja, danke, sehr gerne. Haben wir auch Segelboote? So, und dann ist das, was Ingo eben erwähnt hat. Wir können uns unseren Heimathafen auswählen. Wirklich nach Info von Rolf-Dieter Klein sollte man am Anfang versuchen, einen Hafen zu nehmen, der kleiner ist, weil dort halt Gebühren und vielleicht auch der Sprit ein bisschen günstiger ist. Ich nehme jetzt trotzdem bewusst mal Houston als meinen Starthafen. So, dann sieht man diese wunderbar auch in Echtzeit gerenderte Weltkugel, basierend auf Vektoren. Und man hat schon gesehen, ne, das dauerte so eine halbe, dreiviertel Sekunde, bis es aufgebaut war, bis es berechnet war. So schnell waren die Computer halt damals. Später im Spiel kann man die dann auch noch in Echtzeit drehen, wobei sie sich dann immer wieder neu aufbaut. So, und das ist eigentlich der Hauptmanagement-Bildschirm. Wir haben unten links den Start-Action-Button. Damit schalten wir die Simulation im Grunde nur an oder aus.
weil wir nur im ausgeschalteten Zustand zum Beispiel unseren Spielstand speichern können, laden können oder wir können sogar, das Ding hat eine Druckfunktion, das heißt, hier können wir auch Screenshots direkt aus dem Spiel machen. Das war mehr als ungewöhnlich für damalige Zeiten. Hier oben haben wir den Globus, was ich meinte. Ah ja, na gut. Kann ich jetzt leider nicht anzeigen. Ich habe noch kein Schiff. Der zeigt die Schiffsposition dann an. Wir haben unser Büro, in das wir reingehen können. Ich bin noch eine traurige Figur. So ohne Schiff. Hier können wir uns ein paar statistische Informationen anzeigen lassen, Schiffswerte und Ähnliches, wie es um unsere Finanzen steht. Und vielleicht auch am Anfang nämlich wichtig, Hypotheken aufnehmen auf Schiffe und, oder tilgen oder Kredite aufnehmen oder tilgen. Viel mehr ist hier erstmal nicht, aber man sieht hier diese wunderschön gepixelten Grafiken. Am Anfang am wichtigsten ist hier der Schiffshändler. Ich habe jetzt dadurch, dass ich auf Anfänger starte, 5 Millionen auf dem Konto. Wir können ja mal nur scherzeshalber in die Hightech-Schiffe kurz reingucken. Die kosten schlappe, oh, 70 Millionen. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe gerade einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt, um Schiffe zu kaufen. Deswegen gehen wir doch mal im Low-Cost-Bereich rein. Und hier sind die Preise aber ganz gut. Sogar sehr gut. Wow, 2,3 Millionen. Wie hast du das denn gemacht? Das ist Zufall. Das ist, wäre nämlich auch mein erster Tipp gewesen. Wenn euch die Werte hier am Anfang nicht passen, Spiel beenden, Spiel neu laden, nochmal versuchen. Das sind immer unterschiedliche Werte am Anfang. Ich habe 2 Millionen bezahlt für den oberen. Das ist noch günstiger, ja. Ja, aber ich habe auch irgendwie so einen Hafen genommen von einem Ort, den ich nie vorher gehört habe. Ich überlege wirklich schon, dieses 4,6 Millionen Schiff direkt am Anfang jetzt zu kaufen. 10.000 Brutto-Registertonnen. Ich glaube, ich versuche es mal damit. Dann habe ich zwar kaum noch Geld, aber ich muss es, wenn ich es jetzt kaufe. Ich entscheide mich jetzt mal dafür. Mal gucken, wie das ausgeht. Das Schiff heißt natürlich Titanic. Wie bei euch wahrscheinlich die Schiffe auch. Die Firma heißt Titanic AG. Exxon Valdez. Egal. Und hier kann man auch eine Anzahlung tätigen. Also man kann eine Hypothek direkt aufnehmen von 50%. Das ist der Standardwert. Die bezahlt man dann, die stottert man dann während der Zeit ab, während im Spiel. Ich versuche es jetzt schon mal mit, dass ich 30% mehr schon mal anzahle. Glückwunsch. Und jetzt wird mein Schiff gleich geliefert. Ich stelle fest, dass mir das Programm richtig Spaß macht. Das Programm. Ja, der Spieler. Ich habe gerade noch versucht. Eisberge, sehr schön. Ich habe gerade noch versucht zu drucken und das ging nicht. Also bei mir steht der irgendwie, der Drucker hat Probleme. Wo ich jetzt hier gerade bei den Eisbergen bin, kann ich vielleicht kurz die Steuerung erklären. Ich bin dagegen gefahren. Du bist dagegen gefahren, sehr schön. Ja, das Ziel ist es, an den Eisbergen vorbeizukommen. In dieses grüne Fenster oben. Das Ganze hat der Zeitdruck, wie man oben links sieht. Ich kann beschleunigen. Das sind diese beiden Balken, die da hier rechts rauf und runter gehen. Alles über Mittelwert nach oben ist vorwärts, alles darunter ist rückwärts. Ist. Das war's schon wieder. Und ich kann nach rechts und links steuern. Das kann ich alles auch mit den Cursor-Tasten. Er ist sehr pingelig, was die Pixel angeht. Also man sollte auf möglichst nicht berühren. Ansonsten kostet mich das jetzt 3 Millionen, weil ich gegen einen Eisberg gelaufen bin. Schön, ich bin an Lücken vorbeigefahren. Wunderbar. Genau, und diese Schiffssteuerung, die werden wir auch noch an diversen anderen Stellen sehen. Mein Schiff ist jetzt geliefert. Ich starte mal den Simulator. Das dauert ein paar Tage. Dann fängt es hier oben an zu blinken. Und ich befinde mich jetzt auf meinem Schiff in Houston im Hafen. So, hier kann ich das Schiff erstmal reparieren. Mein Zustand ist jetzt noch 80%. Je günstiger die Schiffe sind, also diese gebrauchten Schiffe, das kann auch mal gut sein, dass die 67-68% haben. Und da muss man wirklich dringend drauf achten, weil auf jeder Reise geht das ein bisschen runter. Man kann Pech haben, dass man in Stürme kommt, wenn man die dann nicht umfährt.
dann leidet das Schiff auch. Und ab einem gewissen Prozentsatz, ich weiß gar nicht welchen, dann sinkt das Schiff auch. Und dann ist alles entsprechend verloren. Fracht und alles, das ganze liebe Geld ist dann weg. Ich kann natürlich weil tanken. Weil jemand vorhin wegen den Schiffsnamen gefragt hat, hier kann man es lesen. Naja. Ja, man sieht schon, frisches Schiff gekauft und ist noch nicht mal zur Hälfte vollgetankt. Aber da ich weiß, dass 70 Dollar pro Tonne extrem günstig sind und ich jetzt noch 1,3 Millionen auch auf dem Konto habe, weil ich ja nur 80% vom Schiff bisher soweit bezahlt habe, tanke ich auf jeden Fall auf 100% voll. Das sind jetzt mal glatte, schlappe 121.000 Dollar. Wunderbar. Das ist echt extrem günstig. Dann können wir hier noch unsere Fracht auswählen. Layup ist einfach auf den Trockendock legen, das Schiff. Das bringt im Grunde eigentlich gar nichts, außer man will irgendwie Zeit überbrücken. Und die Fracht entsprechend laden. Aber man muss sich natürlich erstmal jetzt für eine Fracht entscheiden. Und das ist auch komplett dynamisch. Die Zielhäfen, die Produkte, die es gibt, das ist dynamisch. Und die Preise natürlich auch. Und idealerweise klickt man sich dann entsprechend durch. Achtet natürlich auch auf die Entfernung, weil klar, je weiter der Zielhafen entfernt ist, desto mehr bringt es auch in der Regel an Einnahmen. Wir sehen hier Tokio bei 10.000 Seemeilen, hier haben wir 11.500 nach Hongkong und Kalkutta 12.000 Seemeilen, das ist am weitesten weg. Bringt jetzt zum Beispiel zumindest bei Agrarprodukten gar nicht am meisten. Aber was, glaube ich, Kalkutta gerne sucht, sind so Chemikalien und Maschinen, da schauen wir jetzt mal drauf. 430.000. Oh, und hier haben wir direkt eine Besonderheit. Gut, dass das direkt auftritt. Man hat die anderen Preise gesehen. Ich verdiene hier 230.000, 180.000, 270.000, 430.000. Das ist schon viel. Bei Chemikalien würde ich 1,1 Millionen Dollar verdienen. Aber hier gibt es eine Deadline, 34 Tage. Und ich muss es inklusive Ablegen und Anlegen am Hafen, was auch immer mal 2-3 Tage dauern kann, innerhalb der Zeit schaffen, sonst zahle ich eine Strafe. So, ich glaube jetzt nicht, dass Textilien wertvoller sind. Ich glaube, ich versuche es mal dann mit Volldampf, diese 34 Tage zu knacken, von Houston nach Kalkutta mit Chemikalien, eine Terminfracht, über 12.000 Seemeilen. Ist ja erst der Anfang des Spiels. Dann können wir die Fracht einmal einladen. Es vergehen 1-2 Tage, dann ist es fertig. So, und jetzt kommt das, was ganz, ganz, ganz wichtig ist am Anfang, dass man das immer von Hand macht. Mindestens das Einfahren in einen Hafen. Weil wir befinden uns jetzt im Hafen von Houston und können uns auswählen, ob wir von Hand ablegen, rausfahren aus dem Hafen oder mit Schlepperhilfe. Schlepperhilfe kostet 5.000 Dollar, ist jetzt nicht die Welt. Ich mache es jetzt mal von Hand, weil davon lebt das Spiel auch. Wir sehen jetzt hier mein Schiff. Ja, aber es und ist nicht sinnvoller, mit Schlepperhilfe zu machen, weil bei den Preisen, das ist ja eigentlich Peanuts. Und ja und nein. So, Schub nach vorne, Steuerbord, gucken, ob ich den Kreis hier schaffe, das schaffe ich. Und man sieht, der Hafen, der ist sehr, sehr, sehr einfach. Man hat hier Platz ohne Ende. Das Schiff ist relativ klein noch. Später hat man dann auch größere Schiffe. Ich versuche mal gerade rauszufahren. Ja, nicht ganz geschafft. So, und ich sehe schon, dass ich diese Terminfracht, glaube ich, nicht schaffen kann. Ich bin hier bei voller Geschwindigkeit. Ich kann hier noch die Geschwindigkeit festlegen. Da spare ich Treibstoff, aber die Dauer geht natürlich hoch. Ich muss jetzt hier Volldampf geben. 29 Tage brauche ich. Termin ist 34 Tage. Wie gesagt, ablegen und anlegen dauert immer 2-3 Tage. Deswegen, entweder kommt es ganz genau hin oder ich bin knapp drüber. Das werden wir am Ende sehen. Zwischendurch darf natürlich dann auch nichts passieren. Kein Sturm, kein Nichts dazwischen kommen. Und bei 12.000 Seemeilen ist das so ein Ding. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich versuche anzulegen. Ich habe bei mir auch gerade so einen sehr knappen Termin und bin in einen Sturm gekommen. Und da ich das wahrscheinlich, wenn ich den Sturm umfahre, nicht schaffe, mit den 2 zusätzlichen Tagen werde ich jetzt mal hart durch den Sturm. Kommt schon. Ah, das Schiff lebt noch.
Wie kannst du denn jetzt hier die Charteraufträge da übernehmen? Das verstehe ich nicht ganz. Du wählst sie einfach aus und klickst auf OK. Ja, dann passiert suchst, aber nichts. Du suchst ja den aus, den du machen möchtest, klickst genau, auf OK. Klick auf OK. Kann man nicht mehrere auswählen? Nein, immer nur einen. Es geht immer nur einer. Ah, das ist schade. Ja, dann fahre ich woanders hin. Ach, verdammt. Und trotzdem nicht geschafft mit dem mit meiner Fracht bei mir. Tja, schade. So, ich habe es geschafft. Die Hälfte der Strecke liegt hinter mir. Und bei Afrika Richtung Asien, ich will ja nach Kalkutta, muss ich durch den Suezkanal. Und das muss man vorher auch wissen, ansonsten wird man hier das erste Mal überrascht. Das kostet 70.000 Dollar Gebühren. Die muss ich natürlich dann auch noch mit einberechnen, wenn ich so einen Auftrag annehme. Und idealerweise natürlich auch wissen, ob ich den passieren muss oder nicht für die Route. Weil 70.000 Dollar ist natürlich schon eine Menge. Und bestätige ich einfach mit okay. Und dann fahren wir weiter. Kalkutta, ich komme. Ich habe die Tage jetzt nicht mitgezählt, weil man sieht es auch nicht. Entweder zählt man sie mit oder man merkt sich hier Wochentag und Anzahl der Woche. So, das Schiff ist klar zum Einlaufen, Anlegen von Hand oder mit Schlepperhilfe. Definitiv am Anfang immer. Immer von Hand, egal wie günstig es ist. Warum? Erzähle ich gleich, zeige ich gleich. Wenn ich das jetzt schaffe, kann ich es nämlich zeigen. So, das ist jetzt auch relativ einfach. Der Hafen ist schon ein bisschen enger, wenn man hier unten zumindest hin muss. Was extrem wichtig ist, dass man den Trägheitsmoment der Schiffe versucht mit einzuberechnen. Und das ist einfach Übungssache. So, ich werde hier schon mal ein bisschen weniger Fahrt aufnehmen. Und hier ist es auch so, weil ich mich noch richtig erinnere. Man muss innerhalb dieses blau markierten Bereiches einparken und das auch noch pixelperfekt gerade. Ach ja, genau. Und man sieht natürlich hier die Sanduhr. Es ist immer ein Zeitlimit mit dabei. Das wäre ja sonst zu einfach. Huch, nein! Und was genauso pixelperfekt sein muss, ist das Lenken. Wenn ich hier unten den Strich nicht pixelperfekt treffe, dann fängt er an zu lenken und beim Schub genauso. So, jetzt bin ich gleich drin. Das heißt, ich muss hier exakt die Mitte treffen, habe ich. Jetzt brauche ich nur noch warten, bis ich Geschwindigkeit 0 erreicht habe. Ich habe angelegt. 1, 2, 3 Tage noch hat es gedauert. Oh, verdammt. Jetzt bin ich mal gespannt. Konventionalstrafe, 500.000 Dollar. Ich war zu langsam. Ich war zu gierig. Ich hatte 1,3 Millionen, habe jetzt 1,6 Millionen. Das heißt, ich habe so viel verdient, dass trotz Konventionalstrafe ich noch Plus gemacht habe. Ha, Gott sei Dank. Aber ich habe jetzt trotzdem nicht verstanden, was es dir jetzt gebracht hat, dass du es per Hand angelegt hast. Zeige ich gleich. Dafür muss ich jetzt nur noch mal hier kurz schauen. 116 Dollar pro Tonne machen wir auch wieder voll. Ich suche mir wieder meine nächste Fracht aus. Wieder zurück nach Houston ist das in der Regel. Das ist nämlich so eine Standardroute. 240.000, 215, 314 Textilien. Die legen wir an. So, das sind Zufallsereignisse. Jetzt werde ich hier angesprochen. Psst, haben Sie ein Interesse an einem kleinen Sondergeschäft? So, wenn ich jetzt ja sage, da geht es in der Regel darum, dass ich irgendwas schmuggeln soll. Da kann man Glück haben. Man kommt damit durch, dann verdient man noch ein bisschen was. Es ist, glaube ich, nicht allzu viel. Oder man wird vom Zoll erwischt, muss eine Strafe zahlen. Das Schiff wird dann noch konfisziert. Das ist nicht das falsche Wort. Es wird ein paar Tage dann lahmgelegt, dass man es nicht mehr benutzen kann.
So, jetzt habe ich erstmal gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann natürlich, und wie ist es, wenn Sie damit viel Geld verdienen? Nee, mache ich trotzdem nicht. So, dann stoppe ich jetzt mal die Aktion. Ich habe jetzt erfolgreich aus dem Hafen abgelegt und angelegt. Wenn wir nämlich jetzt in unser Büro mal schauen, dann sehen wir hier unseren Status. Und irgendwie hat hier was zwischengefummelt. Da müsste jetzt mindestens eine 1 oder 2 gestanden haben. Ich werde gleich mal von vorne starten. Der Status ist extrem wichtig. Je höher euer Status ist, der fängt bei 0 an, desto mehr verdient ihr auf Reisen. Und das ist zum Beispiel etwas, das wusste ich bis vorgestern noch gar nicht, dass es diesen Status überhaupt gibt. Bei mir steht noch 1, ja. Das heißt, du hast einmal erfolgreich mindestens angelegt. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, wo ich die Aufträge finde. Gar nicht. Die werden dir vergeben, beziehungsweise du musst die Zeit laufen lassen. Ah, okay. Das war auch mein Fehler. Du musst einfach laufen lassen und dann wird dein Schiff fertig sein irgendwann und dann kannst du es halt reparieren. Also ich würde es immer sofort reparieren, voll tanken und dann kannst du Charter, da kannst du die Aufträge dann sehen. Ah, okay. So, erstmal reparieren lassen, weil deine Gurke ist ziemlich kaputt. Ist ja top. Bisschen Spucke, geht das wieder. Naja, da geht aber gut Zeit rum, bis das Ding mal repariert ist. Das dauert so seine Zeit, ja. Man verdient ja aber fast gar nichts. Das ist ja echt null. Ja. Am Anfang nicht, genau. Später wird es ein bisschen mehr, ein bisschen schöner, wenn du dir die großen Schiffe leisten kannst. Was hast du denn bisher gemacht, Valentin? Weil der Status kommt dann auch wohl woanders her irgendwie. Weil der fängt auf jeden Fall bei 0 an. Okay. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe dir nur zugeguckt eigentlich. Dann achten wir nochmal noch genau drauf. Genau. Ganz am Anfang ist der Status 0. Wie das so ist. Ich habe noch nichts gemacht. Wofür soll ich was Statuspunkte bekommen? So, jetzt habe ich wahrscheinlich Pech, weil ich neu gestartet habe. Dass die Preise wahrscheinlich komplett gegen mich sind. 0,9 Millionen. Nein, das ist ja noch viel besser als eben. Ist ja super. Kaufe ich mir. Jetzt bin ich natürlich geneigt, direkt das nächstgrößere zu nehmen. Nein! Ja, Scheibenkleister. Ja, dann erzähl auch, was dir passiert ist. Ja, ich bin gegen die Wand gefahren, rückwärts. Weil das Auspacken war nicht einfach. So. Ich stürze mich hier direkt schon von Anfang an jetzt, weil ich wieder gierig bin in Unkosten. Weil ich mir jetzt das nächstgrößere Schiff direkt leisten konnte. Habe auch wieder 80% angezahlt. So, ich habe jetzt doch mal wieder bezahlt fürs Auspacken. Ah ja, mit dem Kauf des ersten Schiffes steigt der Status auch schon. Aber was ja doof ist, irgendwie, immer wenn man fährt, irgendwo wird da halt immer mal Geld gestohlen oder Geld geht weg. Also das ist ganz komisch. Ja, überhaupt da jetzt ins das Positive ist auch ziemlich kommen. Wichtig, selbst wenn man nur so ein bisschen hin und her fährt und das Büro relativ langweilig ist. Man muss regelmäßig einmal ins Büro und ich weiß nicht, ob man unbedingt auf sein Konto gucken muss. Wenn man das eine Zeit lang links liegen lässt, veruntreut irgendein Mitarbeiter Geld. Und das kann teilweise sehr teuer werden. Also bei jeder Runde wenigstens einmal kurz Stopp und ins Büro oben reingehen. Ich weiß nicht, ob es auch während die Simulation läuft, ob man es da auch machen kann. Aber ich habe mir das angewöhnt, bei jeder Transaktion, wenn du einmal hin und her fährst, einmal kurz ins Büro reingehen. Danke für den Tipp, das wird es erklären, weil ich bin da nie reingegangen und dauernd wird mir Geld gestohlen. Oho, guckt euch die Preise an. Ich habe wieder Metallelemente mit Terminfracht 34 Tage. Mit dem anderen Schiff hätte ich es nicht geschafft. Ich versuche es mit diesem jetzt trotzdem nicht, weil ich habe hier Maschinen, die keine Terminfracht sind, für $967.000.
Das ist eine Mordsumme schon. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen größeres Schiff. Ich weiß gar nicht, worin die sich großartig unterscheiden, weil natürlich in der Frachtgröße. Und das mit dem Büro, ja, soweit ich nämlich weiß, wir hatten den Herrn Rolf-Dieter Klein ja schon mal bei uns. Es gibt neuere Versionen, es gibt auch eine neuere Amiga-Version. Da ist genau das etwas entschärft worden, dass man ständig ins Büro muss. Weil ich meine, wenn man sicher gehen will, muss man echt jede Woche einmal ins Büro kurz schauen, weil sonst geht, je mehr Geld man auf dem Konto hat, desto mehr geht auch flöten, desto mehr wird gestohlen. Und das ist richtig gemein. Da denkt man einfach nicht dran und zack, ist das Geld weg. Ich glaube, Panama ist ein denkbar schlechter Hafen zum Starten, richtig? Oh, oh! Zumindest fürs Ausparken und Einparken, hey, ja. Dann zeig nicht, uns jetzt mal, wie du da rauskommst. Ich weiß noch nicht mal, wie ich dieses scheiß Schlachtross hier steuern muss. Ich habe das noch nie gespielt, also mir ist klar, unten rechts, links und oben ist vorwärts, rückwärts, ne? Genau, dann kurzer Tipp noch. Ja. Die weißen Bereiche sind die, die du steuern kannst, die du regeln kannst. Ja. Steuerbord und Backbord, unten halt links und rechts entsprechend und Schub vorwärts, rückwärts. Es gibt einen Trick, den muss man kennen, der hilft ein bisschen. Du befindest dich ja jetzt im Stillstand. Ja. Wenn du jetzt, ach so, genau, das Grundelement ist, je mehr Schub du gibst, desto schneller lenkt das Schiff auch ein. Ja. Das heißt, wenn du jetzt im Stillstand bist, und irgendwann an der Stelle bist, wo du denkst, ich muss jetzt in kürzester Zeit einen Kreis fahren, zum Stillstand kommen, maximal Schub geben und sofort dir komplett Steuerbord oder Backbord. Dann dreht sich das Schiff am schnellsten, weil du noch gar keinen Vorwärtsschub hast. Aber das ist auch Gefühlssache. Du musst es mal gemacht haben. Weil gibst du nur ganz wenig Schub, weil du denkst, ich mache es ganz langsam, kannst du auch so gut wie nicht lenken. Okay. Ich versuch's. Scheiße. Mit Tastatur kann ich das nicht steuern. Leider nicht. Ist doch voll, weil das Scheiße ist mit der Maus, ist es fummelig, weil manchmal, wenn ich das Ruder lenke, dann gebe ich manchmal Vollschub rückwärts. Der Sound geht mir so auf die Nerven. Das ist ja echt gemein hier, der Hafen hier. Diese Strömung, die ich da sehe bei euch, ist das auch Strömung? Nein. Okay, ist also Grafik nur. Der Color Cycling. Damals eigentlich so ein High-End-Effekt. Ja, weil es Samples waren, das kannte man so heute noch nicht. So, ich schaff's komplett gerade rauszufahren. Oh nein, die Uhr tickt. Ups, bin matsch. Verdammt. So, Crash. Beim Crashen, meine ich, macht das auch noch einen Unterschied, mit welcher Geschwindigkeit du die Hafenwand rammst. Kommst du mit hoher Geschwindigkeit ran, dann bekommst du viel Schaden. Ja. 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 Ich, ja. Meine MS-Bruchbude ist leider jetzt eine Bruchbude. Du Junge, prepare your ship. Ja, Mann. Das Geld geht dann. Und danach muss man sich wieder in den Hafen ziehen lassen. So, also gratis rausfahren aus einem Hafen bringt keine Statuspunkte. Habe ich ja jetzt gerade gemacht. Ich gucke jetzt jedes Mal nach, habe immer noch Status 1. Das heißt, beim Rausfahren aus einem Hafen, wenn man ihn kennt, dass er kompliziert ist, kann man immer versuchen, die Schlepperhilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, es sei denn, so wie bei mir, are on strike today. Sie streiken, die Biester. Ja, er sagt, ich dürfte es dann mal per Hand machen. Ja, ich freue mich. Du bist ja wieder in dem Hafen. Ja, Spielstand geladen, noch. Ne? Ich habe mich reparieren lassen und wahrscheinlich bin ich dann wieder in den Docks, vermute ich mal, und muss es quasi nochmal versuchen. Und so schön wie das ist, haben heute meine Lotsen Streik. Versuch's doch mal ein klein bisschen langsamer.
Oh, Status 2, das ist doch gut. Was hast du bisher so gemacht? Schiff gekauft und eingeparkt. Ja, gecrashed. Gegen die Mauer gefahren. Ach, das gibt auch Punkte. Scheinbar. So, meine MS Titanic ist bereit zum Einlaufen. So, ja, jetzt darf ich da unten rein. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen komplizierter. Oh, ich muss Schiffbrüchigen retten. Juhu. Oh, ich bin raus aus der Ecke, Junge. Schiffbrüchige retten. Das ist das Schwerste im ganzen Spiel. Ja, gut, dann erzähl mal. Gut, dann kann ich gleich wieder umdrehen, dann gleich ein Absaufen, dann hat er weniger Stress. Welcher Schiffbrüchige? Da oben ist ein Rettungsring. Soll ich ihn umfahren oder umfahren? Schauen wir mal. Dreh dich, du Luder. Ich mal Vollgas hier. Nein, dreh dich doch. Dreh dich! Ich fahre einfach mal drüber. Und nicht schon wieder das. Oh. Mann, ist das ein Müll. Wieso bewegst du denn beides? Tu's nicht, tu's nicht! Zack. Okay, gut. Wie gesagt, bin da klar abgesoffen, mehr oder weniger Stress gehabt. Also. Pech. So, erfolgreich in Kalkutta eingeparkt. So, relativ flott. Na komm, brems schon. Brems, brems. Ja, der Schiffbrüchige. Das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal geschafft. Ich habe ihn überfahren. Ja, bei Valentin sieht es auch ganz gut aus. Er tastet sich raus. Ja. Aber ich habe gehört, Hendrik, da ist ja auch irgendwie ein bisschen Zeit noch, die dann da spielt. Da achte gar nicht drauf. Also wenn du jetzt versuch's auf die auch, Uhr guckst, ja. Dann... Ich glaube, da hast du recht. Man muss das langsam angehen. Immer schön die Trägheit mit berücksichtigen. Vorsicht. Oh, er kann aber mit Pixel hoch. Geh doch, fahr doch hoch. Kann man denn nicht ein bisschen schieben? Können wir auch lustig reinpacken hier. Ja. Komm, beweg dich. Also wenn ich das schaffe, ey. So, gehen wir mal Full Speed und parken eine. Mann, das ist doch den Blinker. Blinker. Und schaffe ich es oder nicht? Oh, ich glaube, das... Oh, das ist aber relativ einfach. Das Schwierigste aber voller Geschwindigkeit ist die Einfahrt. Bei voller Geschwindigkeit wird es natürlich schwerer. Aber du hast jetzt, schon. Wenn du drin bist, genügend Platz zum Manövrieren. Erzähl mal. Schauen wir mal. Er nimmt immer bei mir gerne beides. Ich weiß nicht, was hier los ist. So. Ich muss mich besser positionieren. Drück auf die Tube, Boy. Drück auf die Tube. So, roll. Dreh. Stückchen nicht zu früh. Und du musst wirklich pixelgenau gerade sein? Ja. Oh, nee. Du hast doch fast geschafft. Na, aber das ist so schwer, das zu treffen. Ja. Oh. Ihr wollt mich doch verarschen. Nein. Oh, ich bin gegen die Wand gefahren. Ups. Mit voller Wucht. Das schaffe ich nie im Leben. Oh Mann. Fahr mal ein Stückchen links, Kumpel. Fahr ein bisschen links. Komm. So, jetzt fahr erstmal. So ist doch gut. Jetzt fahr mal gerade. Schön gut. Aber das Reparieren ist ja immer so teuer. Das ist ja echt eine Sauerei. Auch dieser Preis ändert sich. Da kann es auch sein, dass du einfach sagst, komm, jetzt repariere ich noch nicht, sondern ich warte mal, bis ich am Zielhafen angekommen bin, dass es da viel günstiger ist. Ja. Ohne diese komische Mechanik mit dem ganzen, ohne die ganze Action-Game-Mechanik wäre das deutlich angenehmer, das Spiel. Ich finde keinen Ansatz, wie ich da reinkomme. Ich bin zu schief. Ah. Oh nein, ja, ich bin ja, ganz ja, leer. Ja. Aber der Preis ist extrem günstig. Kannst du ruhig 100% voll machen. Aber was, $200,000 für Benzin? Ja. Oh. Mach mal ready, guck mal, wie viele Tonnen du da jetzt getankt hast. Der Bunker.
Ach so, wenn ihr euch irgendwann mal so ein großes Schiff leisten könnt, ne? Die sind natürlich auch beim Ein- und Auspacken viel größer. Die haben aber auch so einen Bugstrahl noch. Das heißt, sie können nicht nur vorwärts, rückwärts geradeaus beschleunigen, sondern auch seitwärts. Das heißt, sie können im Stillstand sein und du kannst sie komplett quer sich bewegen lassen. Das ist beim Einparken kann das natürlich total praktisch sein. Aber dafür sind sie viel, 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 viel größer. Und wenn ich mir den Hafen so vom Valentin so angucke, da mit so einem riesen Monsterschiff anlegt, unten links in der Ecke, das wird eng. Ja, da hast du recht. Die haben eben schon gesagt, ey, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, wir schleppen dich jetzt hier raus. So, du sagst das Anlegen, das erste Anlegen auf jeden Fall per Hand, ne? Ja. Ja, weil das Punkte gibt. Am Anfang immer von Hand. Das gibt Punkte und mehr Punkte heißt mehr und bessere Aufträge. Ja, okay. Meine Frage, sag mal, das beim Chartern, die Rate, das ist der Verdienst, oder? Oder was man kriegt oder was man zahlen muss? Das ist das, was du verdienst. Okay, gut. Das bekommst du für diesen Auftrag. Da musst du natürlich selbst dann Treibstoff und irgendwelche Gebühren und was alles passieren kann, mit einberechnen. Ich habe schon den ersten Waffentransport hinter mir. Ah, Waffen. In ein Kriegsgebiet, wo man beschossen werden kann. Ich habe einen Gresch gebaut. Tage, 1,1 Millionen. Das muss doch zu schaffen sein mit dem Schiff. Das nehme ich. Agrarprodukte nach Houston. Genial. Frachtladen. Tu es nicht. Ja. So, jetzt spare ich hier sogar mal Treibstoff. Nein. Bin jetzt 31 Tage unterwegs auf der Reise. 38 Tage natürlich. Nee, nehmen wir mal. So, 33 Tage, 50 Tage habe ich Zeit mit dem Termin und spare ich ein bisschen Treibstoff. Wir schauen mal, ob es gut geht. Und nicht vergessen, immer wieder mal ins Büro reinschauen. Man braucht doch, glaube ich, gar nichts machen. Man muss nur einmal da gewesen sein und dann die Simulation weiterführen. Warten wieder vergessen, dann wird mir natürlich direkt wieder Geld geklaut. Ich bin jetzt gerade in Hamburg. Wie komme ich da hin zu meinem Büro jetzt? Jetzt gar nicht mehr. Das musst du machen, während die Simulation läuft, die dann pausieren. Ah, nur, ja, okay. Da hast du diesen mittleren Knopf. Da kommst du ins richtig. Büro. Habe ich eben vergessen, stimmt. Muss ich auch abladen? Nein. Okay, macht er alles alleine, ne? So, dann parke ich natürlich, oder ich versuche es zumindest von Hand einzuparken. Oh, so teuer. Immer 75%. Boah, Hongkong ist aber weit, scheiße. Ja. Nee, nach Panama fahre ich nicht nochmal. So, in aller Ruhe hier. Hier hat man ja Platz hoch 10 in Houston. Stimmt das? Ja, Pixel, genau. Jetzt nur noch ab nach vorne. Geben wir mal ein bisschen Gas, so. Bremsen nicht vergessen jetzt. Zack. Ich bin schon im Minusbereich, wunderbar.
Ich könnte schon vielleicht meine Hypothek zurückzahlen. 2,4 Millionen habe ich jetzt schon verdient durch die zwei Frachten, die so wirklich extrem gut waren. Zustand 77%. Ich könnte aber auch mal was reparieren, beziehungsweise ich gucke erstmal nach meinem Tank. Ja, 127 Dollar geht noch so. Machen wir mal 75% nur voll. Was kostet denn die Reparatur? 89.000. Ich glaube, da warte ich noch, bis ich in Kalkutta bin und guck mal, was die verlangen. Wenn ich keine Eile habe, dann kann ich Sprit sparen, indem ich ein bisschen weniger Gas mache, ne? Korrekt. Ja. Aber je länger du auf See bist, desto mehr kann natürlich auch mit Stürmen und so weiter passieren. Okay, wie lange? Was du auch nicht haben möchtest, ist dann ohne Treibstoff irgendwie übrig zu verrecken auf See. Dann wirst du nämlich abgeschleppt und das kostet, glaube ich, 1 Million immer. So viel habe ich gar nicht mehr. Okay, nee, naja, wir machen mal 11 Tage. Kalkutta ist scharf auf Chemikalien, 1,6 Millionen. Ich habe einen super Spielbeginn erwischt hier. Die ersten drei Aufträge, schon super. Ich habe auch 1,6 Millionen hier. Ja, aber du hast Terminfracht, ne? 33 Tage, musst du darauf achten, ob du das schaffst. Ja, okay. Status 3. Mhm. Also Schiff kaufen und in Hafen einlaufen. Das gibt jeweils einen Punkt. So viel konnte ich bisher rausfinden. Tja, Status 1. Spar mal Treibstoff. Was? Oh. MS Bruchbude. Komm schon. Na, wir riskieren's. Machst du mit deiner Bruchbude Kreuzfahrten so ins Bermuda-Dreieck oder so? Genau. Erlebniskreuzfahrten, oder? So sieht's aus. Jetzt muss ich ja auch wieder versuchen. Wenn einige Passagiere verschwinden, dann hat man weniger Kosten, oder? Genau. Ist New York schwierig? Weiß ich gar nicht. Gibt schon irgendwo eine Karte aller Flughäfen, hätte ich beinahe gesagt. Aller Häfen. Ich probiere es. Oh nein! Ich probiere es. Oh, das ist einfach. Du kannst oben rechts rein. Genau. Zur Not. Und dann langsam rück. Du kannst dich vorher schon komplett ausrichten, dass du genau gerade rückwärts reinfährst. Ja, der sieht jetzt okay aus, ne? Wenn du nicht unten links in die Ecke musst, ne? Ja, das stimmt. Da wird es dann nämlich etwas enger. Kalkutta, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte vorher das Spiel gern gespeichert. Na komm, ja, ich muss nämlich... Guck mal, denn Kalkutta sieht sehr ähnlich aus zu New York. Ja, stimmt. Du hast die schlechte Ecke erwischt jetzt. Nee, die ist bei mir größer. Ich habe dafür oben diese Ecke nicht. Dafür ist unten ein bisschen mehr Platz. So, und rückwärts rein. Nein, nicht Vollschub. Das war jetzt nur für die Lenkung. Jetzt machen wir hier wieder schön langsam und sanft. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Es kommt. Langsamer. Scheiße, ich bin pixelt so weit. Ach. Komm schon, erstmal gerade stellen ein bisschen. Und eingelaufen. Du kannst wieder ein bisschen nach vorne fahren, dabei ein bisschen weiter einlenken, dich dann genau gerade ausrichten, dass die Position stimmt und dann gerade rückwärts rein. Genau, ich lasse jetzt noch ein bisschen vor. Ich glaube, so kann ich sie schon ausrichten. Oh, das war die falsche Richtung. Mist. Nein. Oh, bei mir erwischt er irgendwie immer manchmal beide Räder. Also das ist echt mal ganz spannend hier. Ach, du hast die Sandbänke. Ja. Die hatten wir auch noch nicht. Aber das ist im Prinzip ist dasselbe wie mit den Eisbergen, ne?
Ja. Aber es ist spannend. Der Sprit wird immer teurer hier bei mir. Ich bin mal gespannt, was zuerst denn zählen, mein Schiff oder das Geld oder so. Nicht bitte. Lass den Pixel in Ruhe. Hart Steuerbord! Ja, warte mal, geh. Das knarzt. Ja. Bitte, nicht, lass die Sandbank in Ruhe. Erstmal eingeparkt, sehr schön. Ja. Herrlich. Ja, hervorragend, damit hast du deinen nächsten Punkt. Das ist doch schon mal super. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, du hast schon irgendwie recht, es sind gleich ein paar Euro mehr, ne? Die man dann so ergattern kann. Aber mir wird jetzt auch gestreikt, ich wollte jetzt... Oi, 400.000, 700, eine... Ach nee, das ist mir zu knapp. Aber 700.000 könnte ich mir mal gönnen. Ja, warte mal, scheiße, musst du da in die Ding rein? Ah, nee, du konntest einfach da rausfahren. Ah, okay, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt da in die Umrettung fahren muss. Jebel Dana? Weiß einer, wie der Hafen ist? Wen? Oh nein, Jebel Dana. Da bin ich, das ist mein Heimathafen. Und? Der ist eigentlich ganz gut. Okay. Toll, aber jetzt habe ich eine Terminfahrt und jetzt ist dann Emergency. Was mache ich denn jetzt? Den liegen lassen? Ach so, da wollte ich noch was zu gesagt haben, genau. Zu den Schiffbrüchigen. Aber wir gucken jetzt erstmal Ingo zu, der muss nur was sagen, dann sehen wir, wie er den Schiffbrüchigen tötet. Was ist das denn? Was muss ich denn da töten? Muss ich den aufspießen oder was? Du musst längs an ihn ran, in perfekt pixelgenau seiner Geschwindigkeit, bevor er aus dem Bild raus ist. Warte mal, du spielst den jetzt direkt auf. Das kann ich überhaupt nicht, das hier von früher. So, schauen wir mal. Und wie klettert der dann hoch? Er entkommt dir. Gib Gas, töte ihn. Ja, warte. Ja, komm, mach. Ja, das ist, glaube ich, zu weit weg, oder? Warte mal, ich fange ihn ein. Ich ramme ihn. Warte, ja, jetzt habe ich ihn getötet. Oh nein. Ich bin pleite. Mir ist das Geld ausgegangen. Das verdammte Ein- und Ausparken. Das kann nerven, ne? Ja, der wunderbare Pleitegeier konnte man bei dir jetzt schön sehen. Ja. Oh, ich muss einen Neustart machen. Wunderbar. Okay, gut, was soll's. Doch, 71 Tonnen für Sprit. Fange ich doch mal voll. Oh, bei mir blinkt was. Was passiert? Ach, Hypothek. Ich dachte, es passiert schon was auf See. 18.000 Dollar Hypothek. Die könnte ich auch langsam mal schon zurückbezahlen. Na, wollen wir mal wieder einlaufen. Och, ist ja wieder derselbe Platz. Ja. Los, raus mit dir, dicke Bertha. Schiff ahoi. Ab nach Jebdana oder Jebeldana, wo jeder von uns schon einmal sein wollte. Oh, aber 23 Tage, kann viel passieren, ey.
gebe lieber Gas. Nein, jetzt hat er sich um einen Pixel verschoben hier. So ein Mist. Ah, stimmt, ich muss durch den Kanal. Habe ich eben. Ja. Aber die Kohle habe ich noch. Oh, da ist die Bildana. Komm schon. Oh, wie schön. So, jetzt habe ich es aber endlich. Dreimal vor und zurück. Zack, nur noch auf. Oh, Ingo, danke, du hast recht. Das ist ja wirklich schön hier. Ja. Aber da oben nicht, ne, wenn du da mal einwarten musst, einlaufen musst. Ach, kann das sein, dass du an unterschiedlichen Stellen manchmal ankommen musst? Oh. Unterschiedliche Stellen und unterschiedliche Richtungen auch. Du musst beim Auslaufen aus dem Hafen, ist es egal, du kannst rückwärts rausfahren, das ist egal. Aber beim Anlegen musst du exakt genau in die richtige Richtung auch anlegen. Ach, das stimmt, du hast ja auch noch den Pfeil, ne? Ach du Scheiße. $168 für Diesel, seid ihr denn verrückt? Aber ich muss tanken, sonst schaff ich die Route nicht zurück. Boah. Schön ruhig, mein Junge, schön ruhig. Bleib ruhig, du hast Zeit. Du hast Zeit, beruhige dich. Du kannst nur so ein bisschen weniger Gas geben. Jetzt rum, komm. Zeig's dem Mädchen. Schön machst du das. Komm. Nein, und schon wieder will er Vollgas rückwärts fahren. Was ist denn jetzt los? Na gut, dann nochmal. Ruhig bleiben. Etwas mehr, darfst ein bisschen wilder rangehen. Und ich ist gut zu reden. Etwas mehr. Nein, warum willst du denn schon wieder rückwärts fahren? Das kann doch nicht wahr sein. Ich erwische immer mit der Maus die falsche Stelle. Ingo, wir hören dich übrigens nicht. Du bist stumm. Ja, ich habe das Schwänzchen getroffen. Oh nein. Welches? Vom Schiff. Mit dem Riff. Und, ho, das war eine Punktlandung. Eieiei, das war ja. Ja, war natürlich auch einfach, muss ich zugeben. Ach, war das schön. Ach, hab ich viel Geld. Ach, ist das toll. Jetzt kann's mal losgehen hier. Erstmal reparieren. Und jetzt gucken wir mal, ob mich einer beklaut. Waren das gerade $31.000 nur pro Prozentpunkt Punkt Reparatur? Das ist extrem günstig. Ich habe bei mir eben gar nicht aufgepasst. Mist, da hätte ich mal vorher gucken müssen. Ich meine, ich habe $31.000 gelesen. Das ist extrem günstig. Ja? Ja. Na gut, dann hab ich mal einen Richtwert. Da ist jetzt gerade die Frage im Chat, ob sich die Schiffsgröße beim Einparken ändert, wenn man einen anderen Schiffstyp hat. Hattest du ja gesagt, die großen Pötte sind natürlich dementsprechend auch von dieser Skizze größer, ne? Genau. Die sind länger und auch breiter. Aber das dauert, bis man sich so weit einen leisten kann. Ein Tipp soll auch noch sein, hat der Rolf-Dieter Klein ja auch gesagt. Ich kann mir das am Anfang aber nur schwerlich vorstellen. Am einfachsten auf Geld zu kommen, ist es, indem man nur mit Schiffen handelt und gar keine Fracht macht. Also immer schön Layout. Sollen wir was Ramponiertes kaufen, reparieren und wieder verscheuern, oder wie? Teilweise, die Preise auf dem Schiffsmarkt, die ändern sich ja auch. Man muss halt gucken. Das weiß ich jetzt nicht, wie viel Prozent man weniger bekommt beim Verkaufen. Dann kaufst du dann ein, wenn die günstig sind.
lässt die Zeit einfach laufen, guckst immer mal wieder rein, darfst dir dann jedes Mal die Aufzugsanimation reinziehen. Und wenn du merkst, jo, jetzt sind die Preise gestiegen, dann verkaufst du. Aber der Anfang ist hier das Allerschwerste. Da ist auch viel Notiererei, ne? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man zu der Zeit nicht unbedingt im Internet alle Scheiße nachlesen konnte. Eieiei. Okay. Boah, jetzt habe ich hier eine Mega-Flaute. Für 12.000 Seemeilen, den besten Auftrag, den ich bekomme, ist $291.000. Das ist ja gar nichts. Da gehen allein schon $70.000 für die Kanalgebühren drauf. Und tanken, da mache ich ja kaum Gewinn mit. Jetzt sehe ich das Status 3. Ah. Oh, 35.000 Kosten pro Reparatur. Ja, dann reparieren wir mal, da geht noch Zeit rum. Vielleicht kriege ich ja dann einen besseren Auftrag. Ich habe ja eh nur 3% zu reparieren. Hätte ich hier gerade 12.000 pro Prozent. Naja, wenn du Geld hast, mach das. Krass. Mein Schiff ist schon repariert, gerade nur, aber ist das. Ah ja, ich habe wieder 39.000 jetzt. Dann ist das wahrscheinlich etwas höher, ne? Das Ding hat Schaden genommen, weil es im Hafen lag. 1%. Über die Zeit nehmen die auch automatisch dann Schaden, ja? Ach so, okay. Ja, gut, klar. Textilien, 374.000. Das ist jetzt etwas besser. Also das 3% für günstigen Preis reparieren hat mir gleichzeitig einen besseren Auftrag jetzt verschafft. Eine bessere Fracht. Ist ja wunderbar. Nicht das Büro vergessen. Ich kann hier nicht wirklich. Boah, in Tokio kriege ich mehr, obwohl ich nicht so weit fahren muss. Dann mache ich vielleicht das. Das wird nichts. Hier bei mir kann man das jetzt sehen, weil für mich war es jetzt am einfachsten, einfach rückwärts aus dem Hafen auszulaufen. Ich fahre jetzt einfach rückwärts raus und das zählt dann trotzdem. Huch, bei voller Fahrt ist das Lenken schon richtig schnell, ja? Ich muss 176 Tacken für meinen verfluchten Diesel bezahlen. Ja, und du kommst nicht drumherum. Ja. Ich bin gerade richtig empty und ich muss 7.000 nautische Meilen fahren. Also ich glaube, 75% muss ich schon haben. Ja. Oder du nimmst 50% und fährst langsamer. Ja, könnte ich mal gucken. Aber die Frequenz, mit der man in die Office muss, das ist ziemlich hoch, finde ich. Oh, 151.000! Ja. Oh mein Gott! Ah. Oh. Also da haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Ach, täusch dich mal nicht. Ja, okay, also du zahlst, obwohl pro Tonne. Ah! Jetzt wird mein Schiff beschossen. Jetzt wird mein Schiff kaputt, verdammt. Dann schieß zurück. Wo, in welchen Hafen bist du gefahren? Gut, ich merke mir doch Ortsnamen immer nicht. Ja, weil da ist Kriegsgebiet, das kann nämlich dann auch passieren. Da sind zwar die Aufträge dann sehr lukrativ, aber du riskierst dann. Oh, hier! Du riskierst dann, dass du beschossen wirst. Vorsicht, ein fremdes Schiff kreuzt ihren Kurs. Kollisionsgefahr. Schnell entscheiden. Hier sehen wir gleich so ein Radar. Und eigentlich reicht es hier, wenn du sofort von Anfang an komplett Rückwärtsschub gibst. Das Schiff kommt noch näher. Ich bin jetzt in voller Rückwärtsfahrt. Und jetzt sehen wir schon, dass ich das entferne und das war's. Ich hatte das auch gerade einmal und ich bin voll gegen das Schiff gefahren. frontal komplett dagegen. Das war nicht schön, aber ach Gott. Der ist gemein zum Einparken, weil du nur wenig Platz hast, da gerade reinzukommen. Ja, ach, das, da unten den Teil, den schaffe ich eigentlich immer ganz gut. Ich komme nur oben immer nicht richtig hin, aber das ist. So, muss ich mich erinnern, wo ich jetzt hier, wo ist links und wo ist rechts? Für mich wird es jetzt sehr hart. Das war's. Warum kann man denn nicht mehrere Waren gleichzeitig mitnehmen? Weil du nicht genug Platz auf deinem Schiff hast. Ich weiß. Hm. Ahui, ahoi. Ich kann auf diesem Bildschirm hier nicht direkt sehen, wie viel
ob ich es schaffe. Richtig? Nee, das, also ja, stimmt. Da musst du selbst drauf achten. Ah, ich weiß jetzt nicht, wie viel Tonnen ich geladen habe. Scheiße. Da muss man sich eigentlich jedes Mal nochmal ein Bild machen. Wie viel sieht man, wie viel Tonnen man geladen hat? Vorher? Nee, du musst dir die Entfernung merken. Und den Treibstoff. Und da hast ja unten die Zusammenfassung so und so viele Tonnen pro Tag. Und so viele Tage dauert die Reise. Da legst du immer noch ein bisschen was drauf. Ein Sicherheitspuffer und dann passt das. Man muss aber halt selber rechnen. So Komfortfunktionen gab es früher nicht. Das musstest du selber machen. Ja, das muss ich wirklich. Also da muss ich nochmal genau gucken gleich beim nächsten Mal. Ich versuche es mal mit wirklich... Tja. 75% so ungefähr. Also durch Anlegen später ab Status 3 gibt es keinen Status mehr. Ich habe jetzt immer von Hand angelegt und abgelegt und ich bin immer noch auf Status 3. Also vielleicht man muss irgendwas anderes noch machen. Da weiß ich aber jetzt gar nicht was. Neues Schiff kaufen vielleicht? Ja, Geld am Anfang ist Mangelware, ne? Vielleicht zahle ich mal meine Hypothek zurück. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 1,6 Millionen? Gebühr, 939.000. Uhu. Das war teuer. Mein Gott, das schöne Geld ist weg. Aber ich bin da gerade in den Hafen eingelaufen. Ich habe gerade Barmittel 3,3 Millionen. Nett. Ein Riff, au. Muss ich bei dem Bild hier einfach nur oben rechts raus? Ja. Okay. Auch ein Trick übrigens ist es, wenn man später gar keinen Bock mehr hat, in den Hafen einzulaufen, weil man sich denkt, oh, ich will das nicht mehr machen und die trotzdem streiken. Du fährst einfach rückwärts aus dem Hafen raus, zahlst 100.000 Strafe und bist dann eingeschifft. Fertig. Ja, aber dann geht's einfacher. Du kannst irgendwo gegen die Mauer fahren, ganz leicht. Und dann zahlst du auch dann irgendwie 20.000 plus halt 1% oder 2% Reparatur. Wenn es nur so wenig ist, ja. Ansonsten kann reparieren, wenn du Pech hast, ziemlich teuer werden. Nein, warum denn? Was ist denn hier schon wieder los? Mann. Ich überlege echt, einen Kredit aufzunehmen und in den Schiffshandel einzusteigen. Ich hatte gerade ein Problem, jetzt habe ich ein U-Boot. Was? Mit der vollen Ladung abgesoffen. Schade, dass du nicht früher was gesagt hast, wie das Schiff so schön animiert, dann, ein Sturm, dann sinkt, die Blubberbläschen aufsteigen, da sieht man jetzt bei dir noch die Delfine. Oh, Valentin, sag mal was, das ist spannend bei dir, du. Ja, ich bin gerade hier hochkonzentriert. Oh, komm rum! Mit deinem Hintern. Ja. Okay, ich fahre über meine eigene Anzeige, auch cool. Ach so, das war... Jetzt darf ich nur noch hoffen, das zu schaffen, aber ich denke, jetzt bin ich durch. Ja, einfach Vollgas jetzt geben. Genau. Mein Schiff ist übrigens mit voller Beladung abgesoffen, wunderbar, das hat sie rentiert. Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung, heute ging es bergab. Nicht repariert? Ja. Die war sogar repariert, aber die haben abgesoffen. Mist! Weil ich nicht perfekt in diesem Quadrat war... Habe ich es nicht geschafft. Wann hat er reagiert darauf? Als die Spitze des Schiffes schon außerhalb des Bildschirms kam oder etwas später? Als die Spitze des Bildes so ein bisschen raus war. Okay, also nicht pixelgenau, die darf ein bisschen raus. Ja, so ein kleines Stück, ich sag mal, der weiße Teil vorne so, ne? Ja. Die Meldung beim Kauf war jetzt auch nicht schlecht. Das Schiff ist schwimmfähig. Viel Glück haben wir doch, toll. Und Rettungsring kosten extra, oder?
Komm schon, du musst ankommen. Ich brauche das Geld, ey. Meine ganze Kohle ist weg, ey. Meine ganze Kohle ist weg. So, was hast du nochmal gesagt? Wir haben jetzt Stufe 3 und da bringt das einfach erstmal nichts mehr. Ich versuch's die ganze Zeit. Ich bleibe verdammt nochmal auf Status Stufe 3. Okay. Und dann lege ich jetzt erstmal so an und zahle die Kohle. Der Treibstoff ist aber halbwegs günstig. Voll machen. Okay. Fast keinen Schaden, trotz der Stürme. Man kriegt kein Feedback über die Stürme so richtig, ne? Erst wenn man im Hafen ist. Kannst du dir auch nur vorher merken, wie viel Prozent du vorher hattest und wie viel Prozent du hinterher hast, ja? Ja, okay. Und du verlierst ja so oder so auf jeder Reise auch ein bisschen. Ja, klar. Ah, okay. Und wenn du einen Schiffsbrüchigen rammst, dann verlierst du auch was. 81. Was habe ich denn noch an Kohle? Obwohl, es ist unrealistisch, oder? Tja, muss ich wohl machen. Na komm, mach voll die Scheiße. Ich keine Kohle mehr. Maschinenteile gibt Geld. Michael, wie läuft bei dir eigentlich so die Windows-Version? Erzähl mal. Ja, sie läuft. Also außer, dass ein paar Grafiken ausgetauscht wurden und ich hier ganz bequem über Tastatur das Stift steuern kann. Oh was ja. Was ich sehr begrüße. Das ist ja fast schon wie Cheaten. Was für ein Luxus. Ja, echt. Ja, dafür habe ich auch extra 10 Euro gezahlt. Ah, okay. Ja, dann ist kein Cheaten, wenn man dafür bezahlen muss, ne? Man bekommt übrigens einen Code für die Classic-Version, wenn man das Buch vom Rolf-Dieter Klein kauft, von Ports of Call. Es gibt da ein Buch, was er selbst geschrieben hat über die Programmierung und alle möglichen. Das habe ich immer noch nicht angefangen zu lesen, also bisher nur durchgeblättert. Viele Quelltexte drin, diese Bauanleitung für diese Soundkarte ehemals, für IBM-kompatible PCs, die dann wenigstens weitaus besser klangen als der interne PC-Speaker. Das war nicht schwer. Alles klang besser als der interne PC-Speaker. Obwohl, eine Ausnahme. Wenn man Mean Street gespielt hat, das klang deutlich besser auf dem Speaker. Ich bin gleich wieder da, gell? Ja. Ich habe auch eine Anleitung beigelegt, wie man das Ding auf der Stereoanlage ausgibt, darüber. Ich finde ja die Wartesequenzen gar nicht so unangenehm, weil, also eigentlich passiert ja nicht wirklich was, aber es passiert irgendwas auf diesem Bild. Und deswegen ist es nicht ganz so öde, sage ich mal. Wie hieß das Spiel, was der Robin gespielt hat? Harpoon, ne? Harpoon. Ja, das sah mir sehr, sehr steril aus. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Also ist jetzt nicht so, dass mich das stört, aber hier sieht es doch noch ein bisschen quietschiger aus. So, wenn man da jetzt auf den Bildschirm guckt, flackert immer mal ein bisschen was hin und her, ne? Hier die Textverarbeitung, ein schönes Overlay oder die Tabellenkalkulation. Genau. Ich glaube, ich würde jetzt aber lieber eine Runde Harpoon spielen. Da muss man wenigstens nicht so komisch mit Schiffen aus Häfen rausfahren. Ich kann es nicht beurteilen. Das weißt du vielleicht besser als ich. Was ich übrigens bemängle, das ist die Darstellung der Zahlen. Weil schaut mal her, hier, das heißt 142.178. Und ich lese da immer erstmal 1 Million, weil wegen diesen Lücken immer. Geht es ja auch so? Komisch, ja, das stimmt. Ist ja manchmal da, also ich bin da ziemlich verwirrt manchmal. Da ist die 1 ist rechtsbündig formatiert. Ja. Das ist ein bisschen falsch, ja. Die müsste mittiger sein, dann würde es nicht so auffallen. Ja, aber da gewöhnt man sich dran, weil ja. Aufträge mit 1 Million sind selten. Zumindest in unseren Schiffsklassen. Ja. Ich kann da hier jetzt mal bei mir den Trick zeigen, wie ich das mit dem Lenken am Anfang gemeint habe. So, ich bin jetzt hier Geschwindigkeit 0, das heißt, ich kann natürlich auch mit dem Ruder nicht steuern. Ne, kein Schub, keine Steuerkraft. Wenn ich jetzt möglichst schnell auf dieser
auf kürzester Fläche, auf kleinster Fläche drehen und wenden will, gebe ich Vollschub, lenk nach links, warte, bis ich so halb bin, gebe voll nach hinten Schub und wieder direkt nach rechts, weil durch diesen vollen Schub habe ich direkt die maximale Lenkwirkung. Vollen Schub nach vorne und wieder nach links und so kann man fast so auf der Stelle wenden. Super. Also das ist echt eigentlich immer machbar, wenn man ein Auge dafür hat. Heißt nicht, ich habe ein Auge dafür, aber es ist immer irgendwie machbar. Waffen! Waffen nach Kalkutta! 2,1 Millionen! Solltest du aufpassen, dass du nicht zu weit weg bist. Ich bin einmal zwischendurch liegen geblieben. Trotz vollgefüllten Tank. Ja, ich fahre nicht immer mit voller Geschwindigkeit, weil tanken ist es gerade auch ziemlich voll. Sind zwar 12.000 Seemeilen, 75%. Blöden Schlepper haben gestreikt, den habe ich gezeigt hier. Da kommt mal rein. Oh nein, mein Schiff ist liegen geblieben. Ich bin leer gelaufen. Das kostet eine Mille. Echt eine Mille? Oh mein Gott, dann wäre ich pleite. Ja, bin ich ja auch. Jetzt mehr oder weniger. Oh. Oh, hier gibt es wieder nur Mist zu transportieren. Kriegst du überhaupt keine Kohle? Wenn du Geld hast, versuch ein paar Prozentpunkte zu reparieren. 2-3 Prozentpunkte. Dann vergehen ein paar Tage und dann kannst du Glück oder Pech haben bei der Fracht. Ja, 1,1 Millionen hätte ich. Da kann ich, kann ja mal so 5% oder so. Oh, 3% erstmal. Ich habe ja noch 89. Ich bin halt im Nirgendwo. Da gibt es wahrscheinlich nichts. Außer Bananen. Also vielleicht sollte ich dieses Buch dann doch noch mal irgendwie genauer lesen. Making of, also Ports of Call Making of. Weil ich frage mich jetzt echt, woher ich noch mehr Statuspunkte kriege, neben den 3 Stück von Anfang an. Also von den ersten paar Mal anlegen. Schiffsbrüchige retten, Eisberge umschiffen. Habe ich alles noch nie gehabt. Auf meiner Route gibt es keine Eisberge. Oh, jetzt kommt aber was. Ein Sturm bestimmt. 7 Tage umfahren. Ja, das machen wir. Gut, dass ich die Geschwindigkeit gedrosselt habe. Weil das kostet natürlich auch immer extra Sprit. Oh, wollt ihr mich? Ich bitte 172 pro Tonne. Ja, ich hatte 171 gerade und musste auf 75% voll tanken. Mindestens 75%. Und dein Tipp hat mir so viel gebracht, dass ich jetzt leider, jetzt kriege ich nur noch die Hälfte von dem, was ich eben hätte gekriegt. Du kannst nur wieder Pech haben, ja. Wir machen nochmal 2%. Mal sehen, vielleicht bringt es ja was. Lass nochmal 2% reparieren. Und ich war schon wieder pleite, wunderbar. Oh, schon wieder? Ja. Du bist wieder zu risikoreich, Manfred. Du gibst Vollgas. No risk, no fun. Der harte Knochen, Manfred. Meine 2 Millionen Fracht läuft gerade in Kalkutta ein. Ach nee, ich muss auch noch anlegen. Obwohl, ich komme, ich mache mal mit Schlepperhilfe. Ja klar, wenn man es einmal will, streiken sie. Ja, so ging es mir auch. Ballast ist immer nur eine Leerfahrt, ne? Ja, wobei das auch irgendeinen Grund hat, warum man Ballast tanken soll. Den habe ich aber vergessen. Tokio ist so weit weg, ey. Ne, das ist es mir nicht wert. Was sagst du zu meinem Firmennamen? Brown Ship. Also bereits im Untergang, wunderbar. Würde ich jederzeit, ich würde dir jederzeit alles
alles überlassen, Manfred. Oder jetzt kann ich einen bösen Spruch loslassen, aber ich glaube, den sollte ich mal verkneifen. Was mache ich denn jetzt? Also ich habe 900.000 Schulden und ich kriege keinen Kredit. Ich kann mein Schiff nicht beleihen. Ich kann den alten Spielstand laden. Genial. Welchen alten Spielstand? Den du gespeichert hast natürlich. Oh, oh. Ich bin gerade mit einem anderen Schiff kollidiert. Mir wird dringend angeraten, nochmal in die Kapitänsschule zu gehen. Ich habe Ratten. Ratten! Ah, stimmt, das gab's auch noch. Wo kommen denn die Ratten her? Mensch. Was bewirkte das jetzt nochmal, die Ratten? Muss gesäubert werden? Muss gesäubert werden, kostet Geld und mein Schiff, also mein Schiff liegt jetzt für ein paar Tage rum, weil es um sauber zu werden. Guck doch mal hier sollte bei mir, da vielleicht oben, sollte ich, da. Vielleicht da. Sollte ich andere Kontinente Status anfahren. Status 4, guck mal. Haha, Status 4. Sehr und schön. Ich werde euch jetzt genau erklären, wie ich das gemacht habe. Genau, verstehe. Freezer-Modul. Mit dem Freezer, ich wüsste nicht mal, wie ich das Ding bediene. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich Status 4 habe. Ich kann es euch nicht erklären. Ich habe Status 0. Null? Null. Null ist nichts? Ja. Ich habe mit 1 gestartet. Ich wusste gar nicht, dass man 0 haben kann. Normalerweise hat man 1, wenn man sich ein Schiff gekauft hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe scheinbar so viel. Kann es sein, dass der sich dann auch wieder verringert, wenn man Mist baut? Zu viel Mist baut? Das sieht richtig so aus, ja. Ja. Ich habe keine Schulden mehr. Ich habe ein Guthaben von 400.000, aber dafür kein Schiff mehr. Das immerhin. Ist jetzt schlecht. Mit 400.000 kannst du auch nicht in den Schiffshandel einsteigen. Setz dich zur Ruhe. Ja. Ingo, setz dich zur Ruhe. Ich bin zumindest nicht pleite. Ist ja schon mal ein Unterschied. Ach, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Wie viele Tonnen ich geladen habe. Doch, 1.600 habe ich geladen. Dann schaffe ich das ja. Und lass es ein bisschen niedriger. So ist okay. Geschwindigkeit ist ja nie wichtig, wenn ich nicht den Termin geschafft habe, ne? Genau, du verbringst halt nur mehr Zeit auf hoher See. Ich denke mal, das weiß ich aber nicht, dass du dadurch, weil du auch länger brauchst, mehr Schaden verursachst an deinem Schiff. Aber du sparst halt eine Menge Treibstoff und reparieren kostet ja auch viel. Hm. Also und die wahrscheinlich... Man kann hier erkennen, wo ich kein Benzin mehr hatte. Also ganz am Schluss, also es ging eigentlich hoch, so ganz ein kleines bisschen da hinten. Ja, und dann hatte ich aus Versehen kein Benzin mehr. Ja, und dann war es das. Ja. Kann ein richtig großer Fehler sozusagen, das war ja quasi dann eine Schusseligkeit, oder hast du es nicht bezahlen können? Gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Wäre ich jetzt bezahlen können, aber ich hatte, dummerweise hatte ich irgendwie mein Schiff komplett repariert und ich hatte dann nur zu 3/4 voll getankt. Und ich hätte eigentlich gedacht, das reicht und dann kam ein Sturm und dann habe ich den umfahren. Ah. Ja. Ach, immer diese blöden Stürme. Status 4. Ich fasse es ja immer noch nicht. Ich vermute mal, ich fahre nämlich bisher immer nur die einzige Route, die ich mache, ist Houston-Kalkutta. Dass man auch mal andere Routen nehmen muss, andere Kontinente anfahren muss, andere Häfen. Kann es sein, dass jeder Hafen, den man von Hand einschifft, dann einen Extrapunkt gibt? Das versuche ich gleich mal. Oh, das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Ja, ich lege jetzt alles mit Schleppern an. Mist, die haben mich beim Schmuggeln erwischt, oder? Scheiße. Ja. Kann ich die jetzt bestechen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Das sieht so aus, ja. Ich brauche mal eine Meinung. Ist der Schiffsname zu optimistisch? Hopeless. Oder Despair, die ich auch nennen können.
Oder known to drown. Naja, egal. So, 3,2 Millionen habe ich auf dem Konto. Kann ich nochmal bitte Waffen haben? Oh, Chemikalien, 1,5 Millionen. 1,3 Millionen. 1,3 Millionen und 51 Tage. Da müsste ich ja bekloppt sein, wenn ich den... 2,08 Millionen. Oh. Oh, Elektronik, keine Terminfracht. Zack. Ich kann mir gleich ein zweites Schiff leisten. Geil. Und nicht vergessen, immer wieder kurz ins Büro schauen. Sonst sind die Millionen schneller weg, als man blinzeln kann. Hendrik, wie läuft's denn bei dir so? Du schaust dir deine statistischen Zahlen an. Ja, ich habe gerade genau das gemacht, was du wieder vorgeschlagen hast, beziehungsweise wo du daran erinnert hast. Bei mir schippern jetzt gerade zwei Schiffe so ein bisschen hin und her und es ist tatsächlich so gewesen. Ich denke, weil ich zwei oder dreimal die Hafenmauer so ein bisschen mitgenommen habe, bin ich von Stufe 2 auf Stufe 1 wieder runtergerutscht. Ja, und dementsprechend sind die Aufträge jetzt auch nicht mehr ganz so lukrativ. Aber ich denke, ich werde auch mal eine andere Route nehmen, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ich fahre im Moment mal zwischen Marseille und, ich glaube, Buenos Aires hin und her. Und da war es jetzt gerade so, dass wirklich nur noch Ballast da war. Es waren gar keine anderen Charteraufträge mehr da. Auch wenn ich drei Tage im Hafen gelegen habe, da war nichts mehr. Also wirklich auch mal andere Häfen anfahren. Ja, ich hatte auch gerade nur Agrarprodukte und Textilien. Das nutze ich mal die Zeit, um das Schiff ein bisschen zu reparieren, um 6 Prozentpunkte. Was habe ich jetzt? Metalle. Ja, die bringen aber nicht mehr. Dafür sind die Textilien wertvoller geworden. Na komm, 12.000 Meilen wieder zurück. Ich habe gerade gestaunt, Elektronik für 700.000 ist in Ordnung. Das ist gut, komm. Ja. Komm. Welche Entfernung? Habe ich mir vergessen. Ich fahre einfach, irgendwann komme ich schon an oder nicht. Triff den Schiffbrüchigen. Komm. Ja. Also ich habe ihn versenkt. Ich auch. Ja, ich habe es gerammt. Jetzt hast du ein Loch im Schiff. Das ist wirklich extrem schwer. Du musst exakt pixelgenau gerade sein. Du musst pixelgenau dieselbe Geschwindigkeit haben wie der Schiffbrüchige auch. Und dann muss er sanft an dich anstoßen. Und nur so kann man ihn retten. Ich kann ihn auch nicht mal einparken. Geschweige denn irgendwie aus dem Wasser holen. Aber was mich etwas verwirrt, dass am Anfang die Aufträge sind ja eigentlich so unwirtschaftlich. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, da irgendwas zu liefern oder abzuholen. Ich habe jetzt also mir ein Schiff für 2 Millionen gekauft, das repariert, vollgetankt. Ja, und hab kein Geld mehr. Ja, deswegen. Der Anfang ist das Schwerste. Oh, ich habe auch ein U-Boot. Hurra! U-Boot! Oh, süße Wale. Oh, schön animiert. Wir sind ja heute richtig diszipliniert. Keiner hat dazwischen gelabert wie bei Defender of the Crown. Das stimmt. Sah schön aus, die Animation. So, was kann ich eigentlich? Da verdiene ich ja nichts, ey. Nichts. Ich kann mal meinen Spielstand von ganzer. Ich habe schon wieder die ganze für Kohle draufgehauen für Reparaturen und für einen Tank und nur 75%. Und jetzt charter ich hier nur Mist. Ich habe schon wieder Waffen, aber diesmal sind die nur in Anführungszeichen 1,5 Millionen wert. Cool. Status ist immer noch auf 3, obwohl ich jetzt immer nur mit Schlepperhilfe gemacht habe. Ich will die Route ausnutzen, solange sie geht. Bis ich jetzt mal einen Auftrag habe, der nicht so lukrativ erscheint. Und dann möchte ich mal einen anderen Hafen einparken. Ich hoffe, ich erwische einen, der einfach ist. Und gucken, ob dann mein Status steigt.
Also das ist ja erbärmlich. Da kann ich fahre doch keine 6.000 Seemeilen für 240.000. Ihr spinnt doch. Bringt eure Scheiße gefälligst beim Flugzeug weg. Naja, was bleibt mir übrig? Ich kann ja mal einen Abstecher nach Hongkong machen von Kalkutta, falls es das gibt. Das ist quasi um die Ecke. Da kann 70, man gut einpacken. Oh. Da kann man gut einpacken, ja. Da bin ich gerade. Das ist Hongkong? Ja. Das sieht man in sieht, der Regel einfach aus, ja. Man kann es oben lesen, also. Hm. Hongkong gibt es nicht, aber Sydney. Ich versuche das jetzt mal. Ich hoffe, Sydney ist jetzt nicht so ein mega schwieriger Hafen. Ein Sondergeschäft. Nein, das ist mir zu riskant. So, nochmal geguckt. Status 3. Dann legen wir auch schön von Hand ab. Ja, das geht. Aber hattest du nicht gesagt, das Ablegen bringt eigentlich gar nichts? Eigentlich nicht. Ich möchte jetzt aber trotzdem den Auftrag, weil ich jetzt das erste Mal einen anderen Hafen anfahre, komplett von Hand machen. Plus ich fahre rückwärts raus. Tage, so eine ungewohnt kurze Reise. Ach. Danke, Computer. Good luck, you'll need it. Ja, danke. Ach, du hast neu gestartet. Ja, weil er irgendwie meinen Spielstand nicht mochte. Ja, laden. Nimm mal Houston, genau. Das ist Sydney. Ist ein bisschen eng. Also das zum Beispiel einparken mit so einem Riesenschiff könnte relativ einfach sein, falls das durch diese Lücke hier passt. Weil du fährst geradeaus, bleibst dann komplett stehen, machst den Seitenschub an, manövrierst dich dann oben an die Kaimauer und dann fährst du wieder vorwärts gerade rein. Ich habe gerade einen Auftrag für 900.000 bekommen. Also den, ich glaube, den werde ich nehmen, ja. Mal schauen. Wenn ich rauskomme. Vollgas und raus. Aber ich bin doch überrascht, wie viel Spaß das Spiel macht. Also muss ich zugeben, ja. Ja, früher war das echt der Bringer, sage ich mal. Zu der Zeit, als es rauskam, war es toll. Heute ist es halt zu sehr der Wert auf diese, ich sag mal, Action-Sequenzen gelegt, weißt du? Du, meine Frage, was ist denn das? Was bedeutet denn das hier? Das ändert sich ab und zu. Das ist dein Status, den kannst du, glaube ich, auch irgendwo im Büro anzeigen lassen. Okay. Da du jetzt nur einen Spieler hast, hast du nur einen Balken. Ansonsten siehst du da Balken für jeden der vier Spieler. Ja, der, kannst Balken, du da... der war schon mal größer, also wie gesagt. Aber gut, ich bin schon wieder fast pleite, wunderbar. Ja, dann kannst du da auf einen Blick sehen, wer gerade führt von den Punkten so. Ah, okay. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet, also... Ja, spiele ich wirklich lieb. Eigentlich andere Wirtschaftsinnovationen deutlich lieber als das, weil. 4 Punkte! Jeder Hafen, den man von Hand einmal einfährt, gibt einen Pluspunkt. Bin ich mir jetzt fast sicher. Du blöde Kuh! Das versuche ich gleich. Indem ich mich jetzt den nächsten Hafen anfahre.
Das heißt, ich hatte 3 Punkte wegen Schiffskauf, in Houston von Hand angelegt und in Kalkutta von Hand angelegt. Jetzt habe ich Sydney von Hand angelegt und habe 4 Punkte. Hatte ich schon erwähnt, dass ich wieder pleite bin, achte mal auf diesen Verlust. Das wievielte Mal? Möchtest du nicht mal cheaten? Nee. Nee. Wie kriegst du das hin? Tja, Können ist alles, gell? Ich meine, wenn das Schiff schon hopeless heißt, ich meine, ich muss in meinem Namen immer die Ehre machen. Also, ich meine, du hast keine Frage versprechen. Also, ich wollte schon Schwiegermutter Schiff nennen, aber was los wird, kommt nie an, aber egal. Oh gut, ich kann nicht mitreden, ich bin nicht verheiratet. Boah, hier ist ja nur Mist. Da verdient man ja nirgendwo was. Nee, also jetzt wird man hier ein bisschen repariert. 10%, 9% kann ich, dann reparieren wir mal 4% und gucken mal, ob bessere Aufträge kommen. Habe ich mir von Sydney aber mehr erwartet. Jetzt gibt es immerhin Chemikalien. Cape Town, 500.000. Das wäre natürlich dann der nächste Punkt für mich, wenn ich Cape Town den Hafen anlege. Das gibt's doch nicht. 34.000. Übrigens nochmal, es kann sein, wenn ihr im Spiel abspeichert, dann kann es sein, dass das Menü nicht funktioniert. Also die Erfahrung hatte ich vorhin. Aber gut, ich habe die HDF-Version, also nur so als Hinweis. 600, 500, 300. Ich brauche die Kohle, ich muss so weit wie es geht fahren. Obwohl das geht eigentlich, ist Sydney. Ich fahre jetzt auch nach Sydney. Hast du ja gesehen, das ist, geht um 2 Ecken. Wenn du Glück hast, legst du in der Mitte an. Der ist halbwegs einfach. Ich habe trotzdem 2 Versuche beim Anlegen gebraucht, leider. Jetzt fahren wir auch von Hand raus. Ganz vorsichtig auch. Fällt gerade ein, ich habe noch nie gespeichert. Kannst du ja gleich machen, wenn du abgelegt hast direkt. Genau, jetzt ich. Warum sehe ich denn nicht, wie viele Tonnen ich geladen habe? Wo sehe ich das? Die Fracht? Der Bunker, im Bunker siehst du das. Also in dem normalen Menü, wo auch Fracht annimmst, da steht Bunker. Oh halt, was ist denn jetzt los? Was habe ich getan? Nichts. Hier sollen wir. Nein, ich meine Tank. Ich sehe irgendwie, hier ist es echt billig, aber ich sehe den Tank nicht. Der Tank ist doch... Mach voll. Der Tank ist der Bunker. Mach voll bei dem Geld, wenn du dir das erlauben kannst. Und da siehst du Bunker, also Fuel heißt es bei dir. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich konnte nicht speichern. Ist das hier meine geladenen Tonnen? Das ist das, was du gekauft hast jetzt. Ist das nicht mein... In dem Menü davor, da steht Fuel, oben links auf diesem Reißbrett. Ach so. So viel Tonnen hast du geladen. 3000, und Condition, ja, okay. Okay, das heißt, ich habe 3000 Tonnen, gut. So, jetzt habe ich es nochmal neu versucht. Da komme ich doch schon gar nicht so unweit mit. Ich brauche nochmal diese Frau alles in das größte Schiff investieren, das du finden kannst. Manfred, was hast du? Ich brauche eure Meinung. Neue Firma, neues Schiff. Was haltet ihr von den Namen? Firma Hell Inc. und Schiff Despair. Also das klingt zuversichtlich. Also Hölle und Verzweiflung. Wunderbar. Das passt doch. Also ich finde das. Nicht an die Wand krachen. Ich habe nicht speichern können. Zieh das Ding gerade. Jetzt zieht gerade. Ja. Brems und geschafft. Oh, Gott sei Dank. Das ist mein 5. Punkt. Woo! Gucken wir direkt mal nach. Status 5. Yeah. Also, jeder Hafen bringt einen Punkt. Gut zu wissen. Und wirklich nur beim Anlegen dann. So, Kapstadt, Südafrika. Das war das. Wie teuer ist das hier? Es geht so. Raus mit dir, dicke Bertha.
Treibstoff $161 pro Tonne, leck mich. Hab da wenigstens ein bisschen an Fracht. Südamerika kann ich fahren. Oh, Metalle oder Ballast. Habt ihr aber viel Fracht hier. Und es bringt nichts. Es bringt so gut wie nichts. 120.000, 140.000 für 3.000 Seemeilen und 250.000 für fast 11.000 Seemeilen. Boah. Ich lasse dann mal 3 Prozentpunkte reparieren. Also es macht schon einen immensen Unterschied, wenn ich mit Halbgas durch die Gegend düse, verbrauche ich etwa 470 Tonnen. Wenn ich mit Vollgas durch die Gegend düse, sind es 1200 Tonnen. Ja. Also das ist schon immenser Unterschied. Wenn du einmal billig eingekauft hast, dann willst du es am liebsten auch behalten, deinen Sprit. Ja, also das muss ich mir jetzt wirklich überlegen, ob ich da so nah, ich gehe jetzt nah an die 15 Tonnen pro Tag ran und gehe auf 11 mal 35 Tage. Das ist billig. Schaut mal hier, was ich super laden kann in Südafrika. Ballast. Ja, schön. Viel Spaß damit. Hier herrscht irgendwie ein Mangel. Und ich habe gerade schon das Schiff repariert, weil mir die Aufträge vorher zu unrentabel waren. Ne? Ich repariere jetzt noch mal ein bisschen was. Nochmal 3% und guck mal, was mich dann erwartet. Ballast, was soll ich damit? Ja, jetzt gibt es wieder Agrarprodukte, die auch nicht viel bringen. Ey, in Südafrika, ne, lässt sich nichts verdienen. Fahrt den Hafen bloß nicht an. Da kommt er nur mit Verlust wieder weg. Rio de Janeiro oder Buenos Aires? Was meint ihr? Buenos Aires. Hätte ich auch gesagt, bringt mich ein bisschen mehr. Schippern wir mal Agrarprodukte. Aber wenn du in Südafrika bist, das glaube ich bei Rio am schnellsten, oder? Das sind auch die, die um die 3.500 Seemeilen nur haben, ja. Buenos Aires muss da wieder durch Schleuse. Durch den Panama-Kanal. Glaube ich, du musst auf die andere Seite, oder? Südafrika, Südamerika. Bist du nicht an Venezuela oder so vorbei? Ich muss hier jetzt erstmal... Oh, falsch gelenkt. Ich habe einen Rückwärtsschub drin. Erstmal ausparken. Oh, ich muss wieder jemanden retten. Wunderbar, beste Voraussetzung mit dem Schiff. Na komm, jetzt streng dich mal an. Das ist so gut wie unmöglich, dieses Retten. Ich habe mit dem Bestattungsschiff fallen, da sind Leute schon vorher tot, dann kann nichts mehr passieren. Das geht nicht gut, glaube ich. Mann. Crash. MS Bruchbude. Oh. So, jetzt erstmal speichern. Schaut euch mal diesen Hafen an. Buenos Aires kann ich empfehlen. Da ist nichts, was man großartig rammen könnte. Ja, das habe ich. Muss aber umdrehen, oder? Ja, ja, aber guck mal, wie viel Platz hier ist. Mit der Schubwendetechnik. Jetzt wieder vorwärts und komplett Steuerbord. Man muss halt nur an die Kaimauer rankommen, ausreichend nah. Das Problem habe ich auch. Also bis jetzt für Schiffbrüche ist das nicht länger. So, jetzt bin ich auch gleich pleitig. Habe immer noch Status 4, aber jetzt krebs ich langsam echt am untersten Limit. Ich habe jetzt schon ein Jahr überstanden, habe aber echt nur meinen Dreckskahn.
bin schon sehr sparsam gefahren, aber So, ich wollte mal gerade kurz sagen, ich mache mich auf, weil ich werde jetzt nicht nochmal neu spielen, weil da habe ich echt keine Lust mehr. Das Spiel war zwar schön, aber ich glaube, man braucht auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ja, aber da habe ich heute keinen Nerv mehr. Ja, gut. Ja. Also bis spätestens morgen dann, ja? Alles klar, bis morgen. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. So, Status 6, nächsten Hafen von Hand angelegt. So kann man Punkte sammeln. Definitiv. Und die Punkte sind schon echt essentiell, ne? Das muss man so sagen. Das ist dein Status im Insgesamten. Ach, übrigens, der Schiffbrüchige hat es nicht geschafft. Er ist davon getrieben. Also. Tschüss. Der Schiffbrüchige. Es war besser für ihn zu ertrinken, weil von mir hätte mehr Gefahr gedroht. Also. Also wenn ich hier jetzt nicht richtig... Oh, jetzt kann ich richtig was abzahlen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich wieder im Reinen. Oh, jetzt geht's hier richtig mit Geld los. Rio. Aber weit. Ach du Heiland, ist das weit. Nee, dann nehme ich, glaube ich, lieber halb so weit für etwas weniger Geld. Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, doch. Cape Town. Oh je. Was? Schwierig, Cape Town? Nee, das nicht, aber das war doch... wo du nichts verdient hast, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich Cape Town. Also hier kriegt das jedenfalls Schiff das Schiff im Arsch. Geld. Da tut doch weh. Ist im Arsch? Nee, bald. 46%. Okay, hier kann man, oh, 14 kann Tage, um einen Sturm zu umfahren? 14? Da würde ich durchfahren. Hab keine Terminfracht. Es lohnt sich immer, den zu umfahren. Habe ich genug Sprit? So, das heißt, ich war lange nicht mehr im Büro. War doch gerade eben erst im Büro. Willkommen im Zufallsgenerator. Und du hast schon die aktuelle Version. 821.000. Haben die nachschaffen? Nee, die Kasse stand offen. Ich bin auch schon beklaut worden, ja. Ich noch kein Mal bisher. Aber ich bin auch ständig im Büro. Ich will auch meine Punkte sehen. Hier habe ich jetzt mal das Resultat einer 7000 nautische Meilenfahrt und gekostet hat es mich echt fast keinen Sprit. Ich habe auch großes Glück gehabt, es ist nichts passiert. Und so habe ich mich echt noch um einiges gerettet, weil ich hätte jetzt hier auch nicht mehr groß was zahlen können. Ich habe minus 0,3 Millionen Kohle. Das muss ich jetzt so schaffen. Übrigens, Singapur ist noch einfacher, der Hafen. Das wird mein nächstverdienter Punkt. Du musst nur darauf achten, nicht die Kaimauer zu rammen. Warum heißt das eigentlich Kaimauer und nicht Kevinmauer? Weil es ja Kaimauer ist, du nicht dagegen knallst. Okay, der war böse. Okay, was will man mir noch klauen, wie ich gerade sehe? Okay, dann wollen wir mal. Los geht's. So, 7 Punkte habe ich jetzt, glaube ich. Aber diese anderen Routen sind alle nicht so ertragreich. Status 7. Ich möchte wieder nach Kalkutta. Die Route ist echt geil, was man da verdient. Je nachdem. Chemikalien, mal sind Chemikalien richtig gut. Oh, mein Tank. Oh, oh, die 14 Tage haben ordentlich reingehauen. San Francisco... Der hat ja schon das sinkende Schiff verlassen, aber ihr seid noch gut in Fahrt, oder? Es zieht sich halt, ne? Der Anfang ist schwer, der Einstieg. Ich kann mir jetzt gleich mein zweites Schiff eigentlich soweit kaufen. Ein gutes Schiff. Also was würdet ihr nehmen? Terminfracht in 34 Tagen für 1,4 Millionen oder Elektronikfracht ohne Limit für 1,7 Millionen? Nimm's ohne Limit. Ja, ich hätte den Ballast genommen. Es stimmt, das wäre viel angenehmer, ne?
Und los geht's. Ich mache ein kleines Sondergeschäft. Ich habe gerade die Meldung bekommen. Unbedingt vorher speichern. Kann ich nicht, dann geht mein Menü nicht. Aber es mir jetzt wurscht, das riskiere ich. Das riskiere ich, was soll's. Ich war eingeknastet worden beim letzten Mal. Ich bin schon so oft sind wir ohne Risiko untergegangen. Also was soll's, also diesmal mit Risiko, dann lohnt sich wenigstens. Probieren wir's. Ob ich jetzt so oder so untergehe, ist im Prinzip wurscht. Also. 1000... Ja, ich fahre wieder langsam. Ich versuche das mal mit der Taktik. Habe sowieso kein Geld. Im nächsten Hafen muss ich per Hand anlegen. Das ist jetzt meine letzte Fahrt. Entweder klappt oder ich bin hinüber. Ha, ich bin da. So, jetzt. Auch noch so rum. Warum? Okay. Schön langsam, mein Freund, schön langsam. Mach es cool, dann klappt es auch. Bleib cool. So rum. Boah, ne, 75.000 zahle ich bestimmt nicht pro Reparaturpunkt. 100 dran. Komm schon, rum mit dir jetzt. Komm, Bertha. Einmal rum, komm. So, jetzt bleib so. Bleib so, bleib so, bleib so. Fahr langsam. Ah, so ein Hightech-Chip kostet 13 Millionen, schade. Dann schauen wir doch noch mal hier, 5,4. Na komm, ich... Ach komm, voll bezahlen. Scheiße. Da war ich wieder zu gierig. Schon wieder zu gierig. Oh, was für ein Adrenalin, ey. Und das bei diesem... Nein! Millionen. Aber ich schaffe das nicht in 35 Tagen. Wow. So, aber ich denke, ich werde euch dann auch mal verlassen. Ja, von mir aus können wir, glaube ich, auch Schluss machen. Ja, ich sehe auch kein Land mehr. Der war gut. Der war gut. Ich kann ja zumindest mal ein Resümee beginnen und mal gucken, ob dann noch jemand wieder was einfällt. Fangen wir mal mit Hendrik an. Du machst ja gerade eine einfache Rettungsmission. Du wirst ja jetzt Zeit haben zu reden. Ja, das hatte sich gerade erledigt. Also er war besser dran in der Schwimminsel, als wie das ich ihn jetzt gerade retten wollte.
ja, ich sag mal so, ich habe solche Spiele wie Millennium oder Deuteros ganz gerne gespielt, weil man da auch noch so einen Strang hatte, wo man Sachen erforschen, entwickeln konnte. Das wird hier auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich sag mal, auch wenn man 3 Schiffe hat oder 4 Schiffe hat, man guckt halt mehr so drauf, ja, immer wieder zurück ins Büro und dann Refuel, ein bisschen nach dem Charter gucken und so. Das macht anfangs macht's Spaß, aber das ist so, man verliert auf Dauer, verliert man dann doch irgendwo so ein bisschen die Lust dran. Aber ist nicht so das wahre Leben im Schiffsalter? Da kann ich leider nicht mitreden. Also da wärst du ja wahrscheinlich eher so ein Ansprechpartner, wenn du oben aus dem Norden kommst. Na gut, aber nicht jeder, der im Norden wohnt, fährt Schiffe. Das nein, ist das ist stimmt. Ja, nee, das ist doch stimmt. Gar das ist nicht. Stimmt. Aber ich bin so mitten hier mitten in Nordrhein-Westfalen, Ostwestfalen und die einzigen Schiffe, die wir hier haben, weißt du, das sind dann so kleine Bötchen auf der Weser oder so. Ich kann dir aber das nächste Mal fragen, wenn ich so sehe, wie da so der Schiffsalltag ist. Ich finde, wir schalten mal live ins Packeis zu unserem Eisexperten Michael. Dein vorläufiges Resümee, bevor du den Eisberg rammst. Also eigentlich hat sich an meinem Resümee vom letzten Mal nichts geändert. Diese Action-Sequenzen sind ganz witzig, aber würden mich jetzt wahrscheinlich keine 2 Tage vor das Spiel locken. Also 1 Stunde, 2 Stunden, dann habe ich auch genug gesehen und dann war es auch wieder. Ja, Manfred hat versucht, U-Boot zu fahren. Es war eine Attraktion, sagen wir, Meeresgrund, ja. Aber ich muss zugeben, es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so Spaß macht. Also, und ich werde es auch weiter zocken, ja. Also, dann haben wir den Statistiker unter dem Schiffskapitän, den Valentin. Er brütet immer noch vor einer Grafik, vor einer Skizze und überlegt, was hat er richtig gemacht, was hat er falsch gemacht. Also man sieht ja bei mir gerade. Ja, am Ende war es eben das Ende. so sieht's aus. Wo ich das Spiel jetzt ein bisschen gespielt habe, ich glaube, mein Resümee ist ganz nett. Ja, dass es macht irgendwie schon ein bisschen Spaß. Man hat auch manchmal, ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, dass mir das Adrenalin durch die Adern pumpt, wenn ich ganz knapp an der Kaimauer entlang geschrappt bin. Ich habe schon so in meinen Lautsprechern quietschen hören. Aber ja, ich glaube, ich muss mich da dem Michael ein bisschen anschließen, dass es für mich auch wohl ein Spiel ist, was ich nicht jetzt extrem lange spielen würde. Dafür hat man natürlich auch bei vielen älteren Spielen noch interessante Alternativen, die man dann spielen kann. Ja. Ja. Wir haben anscheinend noch einen Statistiker. Der Sebastian ist vor seiner Grafik und da ist viel Bewegung drin. Wie hat es dich bewegt? Ach, nee, also das Spiel ist, also für mich ist das Spiel, also ich liebe eigentlich Wirtschaftssimulationen und von dem Wirtschaftssimulationsteil ist das Spiel auch gar nicht schlecht, aber diese ganzen Action-Sequenzen, die da drin sind, sei es jetzt halt die Leute retten, die Eisberge umfahren, das Ein- und Ausparken aus den verdammten Häfen und sowas, das geht mir unglaublich auf den Geist, weil das kriege ich, diese Steuerung, mit dieser Steuerung komme ich einfach nicht klar. Und das geht bei mir gar nicht und da spiele ich doch lieber dann irgendwie, keine Ahnung, Hanse die Expedition auf dem Amiga oder Yuppie's Revenge auf dem C64 oder Oil Imperium oder was es da nicht alles noch an besseren, also für mich besseren Wirtschaftssimulationen auf den Systemen gibt, als dass ich jetzt mich hier mit diesen komischen Action-Sequenzen irgendwie rumschlage. Das muss ich tatsächlich irgendwie wirklich nicht haben. Also da, auch wenn das Spiel ist lustig, schon irgendwie auf seine eigene Art und Weise irgendwie, aber nee, aber nicht lustig genug, sagen wir es mal so. Also mich hat es jetzt nicht vom Hocker gerissen oder begeistert. Hat denn überhaupt jemand von euch ein Schiffbrüchigen gerettet oder habt ihr sie alle umgefahren? Ich habe sie umgefahren. Keine Retter dabei. Na gut, aber wir haben ja unseren Leichtmatrosen Marcel. Er hat jeden Hafen mit Bravour gemeistert. Er war ein Genie am Steuerknüppel gefühlt, weil mit dem Tempo, wie du ein- und ausgeparkt bist, da hätten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden können. Hast du trainiert oder ist das Natur, ist das eine Fähigkeit, die angeboren ist bei dir? Wieso kannst du das so gut? Man muss sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Das hat aber bestimmt auch damit zu tun, dass ich das früher bis zum Exzess gespielt habe, weil ich einfach so fasziniert davon war. Heute sehe ich das
auf jeden Fall mit anderen Augen. Ne? Diese Actionsequenzen, die nehmen ein bisschen Überhand später. Später ist man nur noch froh, wenn man sagen kann, so von Hand anlegen, weil den Punkt für den Hafen habe ich mir soweit ja verdient. Das mit dem Punktesystem allerdings, das weiß ich seit vorgestern. Weil ich habe ein bisschen gemacht, getan und dann habe ich in den Tipps, nämlich ich habe ja ein bisschen geschummelt, ich habe geguckt, welche Route denn die ertragreichste ist. Und da stand auch der Tipp mit den Punkten drin, dass man am Anfang immer alles von Hand macht. Und das habe ich früher nie rausgefunden. Deswegen war ich da heute so ein bisschen auch hinterher, mal rauszufinden, wo die Punkte überhaupt herkommen. Und ja, der Einstieg ist schwer, es dauert lang, erstmal auf Geld zu kommen. Ich hätte gern noch so ein großes Schiff vielleicht mal gezeigt, aber das werde ich heute auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Die sind dafür einfach zu teuer. Der Wirtschaftsteil ist jetzt auch nicht so mega groß, nenne ich ihn mal, so mega komplex, aber es verbirgt sich schon etwas dahinter. Die besten Routen rausfinden, wo man am besten am meisten verdienen kann. Summa summarum hat es aber jetzt doch schon gelitten unter der ganzen Zeit. Also heutzutage ist es da schwer, einen Einstieg dann doch zu finden. Ja, interessant, die aktuellen Versionen mal zu vergleichen, weil da kommen ja immer wieder Versionen raus. Und ich habe auch heute schon aus sicherer Quelle gehört, dass gerade wieder an einer Version wohl gearbeitet wird. Die wird auf den neuesten Stand gebracht. Da gibt es ja auch immer wieder Updates. Ich denke, so ein Spiel ist mit Sicherheit eine tolle Idee auch fürs Handy. Also ein typisches Mobile-Game, finde ich inzwischen. So ein bisschen casual-mäßig, aber eigentlich mit einer schönen Idee für zwischendurch. Ja, und wir werden im Chat von unserem Fab kommentiert. Er sagt, es sei diesmal erstaunlich entspannt, uns zuzuhören. Ja, man hat so eine Schiffssink-Szene gesehen, ohne dass jemand sie ja, weggeredet hat. Also auch ein entspanntes Spiel, das gab es noch lange nicht. Auch mal eine schöne Sache, oder? Ja, das stimmt. Ja, es war sehr ruhig. Das wird ein sehr kurzes Best-of. Das hast du schon ein paar Mal gesagt. Und am Ende war es dann doch wieder... Ja, zumindest die U-Boot-Szene wird drin sein. Die fand ich sehr, sehr gut eben beim Zuschauen. Wir gucken nochmal auf unseren Sendeplan, was die nächsten Wochen dran ist. Mal gucken, ob ich das hier mal schnell finde. Man hätte es natürlich auch mal wieder vorher aufmachen können, aber das wäre ja zu einfach. Kleinen Moment. Da haben wir es doch. So. Prince of Persia. So viel ja, Prince of Persia ist Folge 50, da wiederholen wir ja ein bisschen die erste Folge, denn da hatten wir den Fehler gemacht, dass man nicht das Spiel so viel gesehen hat, wenn wir geredet haben. Da waren wir noch nicht so ganz im Streaming drin, sage ich mal vorsichtig, und das haben wir jetzt ein bisschen optimiert. Also das spielen wir auf jeden Fall noch einmal am 18. Am 25. März gibt es Hostages, bin ich sehr gespannt, wie sich das im Stream macht. Ich habe es auch seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. 1. April, Gods. Ich hoffe, das ist kein April-Scherz. Am 8. April, Marvel Madness. Am 15. Zombies Ate My Neighbor. Und am 22. gibt es nochmal Kommando. Also ich bin gespannt, was da so kommt. Und wir werden ja auch im April wieder eine neue Auswahl festlegen für die nächsten Wochen darauf. Da sind inzwischen, glaube ich, an die 100 Vorschläge eingegangen. Also haben wir viel zu tun bei der Abstimmung. Mal gucken, was da am Ende übrig bleibt. Ja, aber auch mal so ein entspannter Abend ist ja nicht schlecht. Und wer hätte vorher gedacht, dass das Leben eines Schiffsräders doch auch entspannende Momente haben kann. Also man muss ja nicht immer toben und meckern über alles. Vielleicht war das mal eine Art anderer Videostammtisch heute. Ja, hat noch jemand ein schönes nautisches Abschlusswort? Ja, und mit diesem Ton verabschieden wir uns aus dem Sendestudio. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an euch, die mitgespielt haben, selbstverständlich. Und dann bis nächste Woche, wenn wir mal wieder zu Prince of Persia kommen. Danke an euch und noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und morgen gibt es auch einen Audio-Stammtisch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.